99 Damage mit dem Face It Major London 2018. Willkommen zurück auf dem Stream. Wir haben jetzt das absolute Leckerli für heute, nämlich ja. Liquid gegen Astralis. Und da gucken wir einmal ganz kurz aufs Grid, um uns nochmal zu vergegenwärtigen, wo wir hier ganz genau sind, nämlich im Halbfinale. Gerade hat Natus Vincere schon MIBA mit 2:0 geschlagen und steht damit im Finale. Und jetzt wird der Gegner gesucht. Astralis gegen Liquid. Was dürfen wir hier erwarten? Ja, auf jeden Fall ein Fest. Also wir haben ja schon einen Vorgeschmack bekommen in der Swiss-Runde, als sie auf Inferno gegeneinander gespielt haben, wo wirklich, ich habe es schon ein, zwei Mal angesprochen, der Unterschied in den Duellen ist, ob du eine AK hast oder nicht. Weil sie mit einer Kugel tötet und der andere eben nur dingt. Wirklich verrückte Partie und ich hoffe, dass wir ähnlich geile Matches heute sehen. Welche zwei Spielstile prallen hier aufeinander? Eigentlich ziemlich die ähnlich mittlerweile. Also viele haben ja schon manchmal gesagt, also als Liquid so ein bisschen hochkam, dass Liquid so fast ein Astralis 2-0 geworden ist. Ich würde noch sagen, vielleicht, dass Liquid noch ein Ticken freier spielt in ein paar Runden, also noch ein bisschen so offener spielt und mal doch nach einem Opening sucht und nicht ganz so, also ein bisschen locker, nicht so ein krasses System hat in ein paar Runden, aber grundsätzlich schon ziemlich ähnlich. Aber ich würde sagen, der Vorteil von Astralis wäre eben, dass sie eine feste AWP haben, die weiß, dass sie perfekt spielen kann. Bei Liquid fehlt es so ein bisschen. Ja, also ich würde sagen, wir haben ja bei Astralis darüber geredet, dass sie zuerst über die Struktur kommen und wenn es nicht funktioniert, können sie immer noch ein bisschen individueller spielen. Bei Liquid würde ich sagen, dass es tendenziell ein bisschen andersrum ist. Sie spielen schon auch gerne strukturell, aber gerade gegen vermeintlich schwächere Gegner kommt schon der lockere Spielstil raus und dann wird auch mal drüber gedaddelt. Ja. Bei Astralis haben wir schon sehr viel gesehen und auch sehr viel drüber geredet, was für eine Struktur da ist. Wie sieht denn die Struktur bei Liquid ganz genau aus? Ich finde den Vergleich ganz gut, dass man sagt, dass Liquid eigentlich schon viel Struktur hat gegen gute Gegner. Wenn sie merken, sie können drüber fahren, dann sagen sie, hey, lass locker aufspielen, einfach jeder macht seine Fracks und es Twist, viel Spaß. Also wie gegen Hellraisers, wo man sagt, hey, ist eine wichtige Runde, ja, House Rush, ich gebe eine Goldene, das war's. Und die Runde wird irgendwie noch über einen Klatsch geholt. Also so glaube ich im Endeffekt. Twists habt ihr gerade angesprochen, was macht den Jungen so stark? Ja, es ist, wenn man Twist zuschaut, ist ein bisschen erstmal die Frisur, dann, dass er trotz gesundheitlicher Probleme so spielen kann, wie er es tut. Also Props da an der Stelle. Parallelen zu Getright, der auch, sag ich mal, durch gesundheitliche Probleme immer durchgespielt hat und immer klasse Leistung abgerufen hat. Device also auch, sein Gegner hier. Genau, Device auch, aber wirklich Props an Twist. Und für ihn ist das bei Twist, egal wie viel HP er hat, egal welche Waffe er hat, egal gegen wen er ins Duell geht, du hast immer das Gefühl, er kann es gewinnen. Das ist so ein bisschen wie bei Electronic, der Gegner macht einen Fehler, der tötet ihn einmal nicht sofort, auch im Trade, und Twist macht direkt zwei, drei Leute. Also wirklich, du gibst ihm auch nur den Fingernagel vom kleinen Finger und der nimmt den ganzen Arm. Ein anderer Schlüsselspieler für Liquid ist Nuff. Wie wichtig ist der für das Team? Ich glaube, er ist schon wichtig, aber ich würde bei beiden Teams gar nicht so sehr einzelne Spieler hervorheben. Ich finde, dass beide Teams sind bei mir so fast eine Masse geworden. Wenn ich an ein Team denke, denke ich, okay, einfach, also alle können gut delivern und die Clutches ausspielen, irgendwie die Entries holen. Ist einfach auch bei Liquid, denke ich mir, okay, du hast einen Knight, du hast einen Twist, du hast einen Neff. Alle können die Runden irgendwie entscheiden. Auch eine Leash, mega mechanisch sehr, sehr stark. Insofern, ich glaube, es ist eher über eine Teamleistung. Ich glaube, klar, jeder muss umschießen, aber es ist vielleicht so ein Starspieler gibt, der immer konstant irgendwie die Leistung abruft und auf den ankommt, würde ich sagen, gibt es bei beiden, also keinen von beiden Teams. Ich würde sagen, Neff ist vielleicht nicht so der Starspieler, der irgendwie das zentrale Stück bei Liquid ist, aber für mich ist Neff immer der noch am ehesten aus dem System ausbrechen kann, wenn es nicht läuft. Also er kann komplett im System spielen, er kann seinen Stiefel spielen, er spielt hier und da auch eine unterstützende Rolle und gibt Spielern wie Twists eben den Raum. Aber für mich ist Neff der Spieler, wenn es wirklich nicht läuft, du rennst gegen die Wand, du kannst keine Runde holen, dann daddelt Neff halt einfach irgendwo raus und holt dir zwei, drei Leute. Also die Qualität hat Neff, die hatte er schon bei Optik, wo er auch immer in wichtigen Matches immer da war. Und ich denke, da hebt sich Neff so ein bisschen ab von der Masse, die du angesprochen hast. Ja. Zwei Teams, die also sehr viel auf Teamplay setzen. Wie wichtig ist es, dass keiner der Spieler in diesen Teams ein überzogenes Ego hat? Naja, das wissen wir erstmal nicht, ne? Also ein Stück weit funktionieren ja Ego-Spieler, wenn der Erfolg da ist, auch ganz gut miteinander. Aber also man kann es ja ein bisschen abschätzen, also bei einem Draken zum Beispiel nach den Interviews und Tweets, die er hier rausgehauen hat, kann man relativ sicher sagen, der Typ hat ein riesiges Ego. Ich denke, was den beiden Teams gut tut, ist, dass sie überwiegend introvertierte Spieler haben, also sowohl Astralis als auch Liquid.
Und die Spieler, die tendenziell ein bisschen extrovertierter sind oder ein bisschen lebhafter, sage ich mal, sind das auf eine positive Art. Also so wie wir es jetzt zum Beispiel bei Tarek, bei MLBA beschrieben hatten. Ja. TC ist bei Big so einer, der auch mal ordentlich hypen kann, ja. Aber wenn es schlecht läuft, eben keinen negativen Einfluss hat. Genau, ich würde sagen, Taco wäre so eine Person, wahrscheinlich bei Team Liquid so ein bisschen Lockerheit reinbringt. Bei Astralis, glaube ich, ist Dupree so ein kleiner Klassenclown. Genau, also ich glaube, die haben auch so Spieler, die einfach so ein bisschen die Lockerheit haben. Dann auch mal die Leute, die so ein bisschen in sich was hineinfressen. So, hey, komm, bleib mal locker, wir holen es, genau. Gib ihm. Ja. Was muss bei Liquid richtig laufen, damit sie hier Astralis schlagen können? Also ihre Aimer müssen natürlich da sein. Ja. Ich glaube nicht, dass sie sie strukturell schlagen können. Ich glaube, in der Hinsicht kann Astralis alles, was Liquid kann, nur besser. Also müssen sie über die Aimer kommen. Und ich sag das wirklich eigentlich bei keinem Team, bei Navi könnte man es vielleicht noch sagen gegen Astralis, Liquid ist eins der Teams, die das machen können gegen Astralis. FaZe wäre noch eins gewesen, wir haben gesehen, wie das ausgegangen ist, aber bei denen auch nicht alle Spieler on fleek gewesen. Bei Liquid ist das der Fall in diesem Turnier und ich hoffe einfach, dass die Hand nicht zu sehr im Hals liegt und Liquid auch ein bisschen befreiter hier auf Gesicht gehen kann gegen Astralis. Und dann frage ich mal andersrum bei Astralis, die wir hier gerade auf dem Bildschirm sehen, was muss bei denen schief laufen? Also ich glaube, wir haben schon gesehen, dass die ein bisschen schwächeln können, auch gestern. Das waren also teilweise nicht so sauber gespielte Runden, auch Glaive oft over Peak, vielleicht ein bisschen zu viel gewollt. Oft, also es waren ein paar Runden, durch den Smoke durchpusht, um den Support zu haben. Klar hat den Reed... auch mit einer Flash davor, das hat er gestern einmal gemacht, Flash und dann durch die Smoke durch quasi ankündigen. Ja, also es waren so ein paar Runden, wo ich dachte, das kennt man eigentlich besser von Astralis oder auch auf Inferno. Gerade in den ersten Runden sehr sloppy gewesen, oft einfach in die AWPs reingelaufen, wenig irgendwie die Ecken ordentlich abgeflasht. Also sie haben gestern nicht ihr bestes Spiel gezeigt und ich glaube, heute müssen halt beide Teams auch ihr bestes A-Game spielen. Ich kann mir mal vorstellen, dass Liquid das eine oder andere mitgenommen hat aus dem FaZe-Astralis-Spiel. Denn FaZe, auch wenn sie 0-2 verloren haben, haben sie, denke ich, hier und da schon eine Schwäche von Astralis freigestellt, die Liquid jetzt hier nutzen könnte. Das ganze Duell ist auch so ein bisschen das Duell zweier, ja, sehr, wie soll ich sagen, dominanter und geschätzter Coaches, nämlich Zeus und Sonic, beginnen beide mit Z, sind beide extrem stark. Welchen Einfluss werden die hier auf dieses Matchup haben? Also in erster Linie haben natürlich beide mehr oder weniger eine Vaterrolle schon fast in ihrem Team. Also unermüdliche Motivatoren. Man weiß aber von beiden auch, dass sie taktisch was drauf haben, dass sie einfach immer voll hinter ihrem Team sind, immer mit Leib und Seele dabei. Und ich denke, beide haben einen sehr guten Einfluss auf ihr Team. Aber ich würde nicht sagen, dass jetzt einer irgendwie seinem Team einen Vorteil verschafft. Das sind einfach beide super Coaches bei super Teams. Ich glaube in der Vorbereitung einfach, dass beide viel Zeit investiert haben, sich auch schon vor dem Major Gedanken gemacht haben, welches Team wie spielen wird. Wir haben auch die Pausen genutzt, jetzt, die sie hatten, die paar Tage, um nochmal was anzuschauen. Ich denke, was noch interessant sein wird, ist auch einfach, ob Team Liquid dann sich vielleicht was aufgehoben hat. Weil ich überlege an Hellraiser, das Match, wie das ablief, das war wirklich sehr... kaum irgendwas Gutes gespielt, also einfach wirklich über so die Pick Basics. And play genau. Die ganze Zeit. Und ich glaube wirklich, dass der Call so war, hey Leute, Hellraiser, wir müssen die einfach so schlagen, weil wenn wir Astralis schlagen, weil müssen wir unser A-Game haben und da müssen wir noch ein paar Sachen irgendwie im Ärmel halt versteckt halten. Und ich hoffe, dass wir heute ein paar von den Tricks sehen werden aus dem Ärmel, die sich rausstellen. Hoffentlich haben sie da noch was drin. Ja, hoffentlich. Da sind wir auf jeden Fall gespannt drauf. Bei Liquid bilden Zeus und Taco so ein bisschen das brasilianische Tandem. Welchen Einfluss hat es, dass die beiden schon oft in solchen Drucksituationen waren, in großen Halbfinals, Viertelfinals standen und hier eventuell den jungen Wilden, die da auch teilweise mit am Start sind, ein bisschen Nerven und Erfahrung geben? Ich denke, es ist mega wertvoll, dass die Taco und Zeus haben. Astralis hat das komplette Paket, alles gemachte Spieler, alle schon Major Champions. Da gibt es nicht mehr viel. Magisk nicht, sorry. Da gibt es nicht mehr so viel zu lernen in der Hinsicht. Aber Liquid ist immer noch dieses hungrige Team, das jetzt hier gleich in die Halle einlaufen wird. Aber ich denke, du hast es schon angesprochen, Zeus und Taco, sehr wertvoll für das Team. Und das hat man, denke ich, auch direkt gesehen, als die ins Team gekommen sind. Besonders als Taco dann noch hinzukam, wodurch Zeus dann mehr noch so eine rechte Hand im Spiel hatte praktisch. Und das hat ihnen sehr geholfen, besonders da Nitro, Elish und Twist, alles so introvertierte Jungs sind. Und das sind halt auch so Spieler, die, wie Sinis vorher gesagt hat, die in sich reinfressen, wenn es nicht läuft. Und da brauchst du so einen Spieler wie Taco, so einen Coach wie Zeus, die Jungs dann nochmal hypen und auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, Jungs, auf geht's jetzt. Ihr seid alles mega Spieler, pusht euch ein bisschen und dann läuft es wieder. Und ich glaube, das hat vorher ein bisschen gefehlt bei Liquid. Ja. Die Klasse war immer da. Und vor allem, dass
dass du einen Spieler hast, der durchgehend reden kann, weil der Coach kann nur ab und zu mal sagen, wenn alle am Boden sind, hey, wacht mal auf. Du kannst nur so hart auf die Schulter klopfen, genau. Junge, mach was. Mach auf, mach auf. Und ich meine, Tau kann halt durchgehend sagen, hey, komm, beruhigt euch, wir haben es, wir holen die nächste Runde und so. Also ich glaube, das ist sehr wichtig für die Teammoral einfach. Ja. Ich glaube, wenn Sonic dir auf die Schulter klopft, dann, dann liegt es am Boden. Also, mein Jisk hat auf jeden Fall zugelegt, seit er bei Astralis ist so, wann kommt er wieder? Definitiv wichtig werden hier auch die Maps. Was denkt ihr? Welche Maps werden wir gleich sehen? Ja, leg mal los. Ja, also Liquid hat in letzter Zeit so ein bisschen gewechselt, sein Permaban von Train zu Overpass. Und von Overpass wieder zu Train. Ich weiß nicht genau, was sie jetzt hier bannen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie gegen Astralis lieber Train spielen werden als Overpass. Astralis ist historisch sehr, sehr gut auf Overpass. Allgemein dänische Teams eigentlich, so dänische Leader scheinen das irgendwie in die Wiege bekommen zu haben. Hier mein Sohn, so spielst du Overpass. Und auf der Seite von Astralis, auch wenn sie den kompletten Map-Pool haben, sage ich mal, spielen sie tendenziell ungern Cash. Und ich denke, das werden sie auch rausnehmen. Liquid hat es eine Menge gespielt gegen Hellraisers, gegen Vega. Ja. Und gegen Vega sahen sie jetzt nicht so gut aus, aber Astralis spielt es einfach nicht. Und wenn man so einen Map-Pool hat, macht es keinen Sinn, so eine Schwäche einfach drin zu lassen. Also sie werden das raushauen. Und wenn es an die Picks geht, klar, dadurch, dass Liquid entweder Overpass oder Train rauswirft, bleibt Nuke drin. Nuke, monumental starke Map von Astralis. Könnte ich mir vorstellen, dass das durchgeht. Und dann wird sich Liquid irgendwo entweder Inferno oder Mirage. Mirage haben sie gesehen, haben sie selber sehr gut gespielt, würde für mich Sinn machen. Hat Astralis auch Schwächen gezeigt. So. Und da, denke ich, geht es in die Richtung. Und dann bleibt noch als Decider? Inferno wäre halt, finde ich richtig nice. Wenn du Inferno da hast, so als dann bei 1-1 und dann Inferno nochmal Overtime, wäre schon ganz nett. Wäre schon was. Also ich hätte auch nicht gedacht nach den ersten Swiss Stages, dass ich mal sage, Inferno wäre echt geil als dritte Member. Nee, aber es könnte tatsächlich entweder das 2 oder Inferno, auf sowas könnte es hinauslaufen. Das 2 will wahrscheinlich Liquid vermeiden. Ich weiß nicht, ob Astralis das im Veto zulässt. Ja. Inferno haben wir schon gesehen zwischen den beiden Teams mit dem besseren Ende für Liquid. Was haben diese beiden Teams aus dem Match in den ersten Swiss Stages gelernt? AK ist dick krass. Genau, das sowieso. Hast du AK, gewinnst du Runde? Ja, ich finde es interessant, dass ich glaube, ich Glaive, was er gesagt hat, weil wurde gefragt, ja, Inferno, eigentlich schon jetzt sehr CD-lastige Map. Also, nee, Inferno, also ist eigentlich sehr T-lastig. Also, ich glaube, beide Teams, sehr starke T-Teams einfach sind, eben unter anderem wegen der AK, und dass sie eben so systematisch die Sachen gut ausschließen, nach vorne sich vorarbeiten. Und ich denke vor allem, also Inferno ist sehr eklig, wenn du schon mal so ein hartes Spiel hattest, wirklich reingeschwitzt hast bis zum Maximum, und dann weißt du schon so bestimmte Basics, was die anderen gerne machen. Und dann fangen die Mindgames an. So, okay, ich weiß, wenn das kommt, dann machen sie meistens das und dann, aber vielleicht denken sie schon auch ein Stück weit mit und zum Schluss irgendwie ist wirklich nur noch wer den besseren Read auf den Gegner. Inferno, wenn du das dritte Match hast, ist fast so, wie wenn du in der Overtime anfängst. So, jeder weiß schon, was der Gegner macht. Genau. So. Und es wird direkt komplett verrückt losgelegt. Also auch Chancen auf Overtimes hier. Counter-Strike findet ja nicht nur auf dem Server statt, ihr habt gerade die Mindgames angesprochen. Und wir schauen mal kurz in den Trailer. Team Liquid stands as the only undefeated team since the Legend Stage. It seems that their roster manipulation with the return of NAF and the signing of Taco from SK Gaming has proven to be exactly what the doctor ordered. Since they're looking like they're ready to be the second North American team to take home major gold. There's only one team that could potentially dim their light of dominance. Their semifinals opponent, Astralis. Astralis's cage got a little rattled when they got served their only loss to who else? Team Liquid. This must be a sign. Could Liquid be the team to take down these Titans? So, today's match feels only right. Will Liquid place North America at the helm? Or will Astralis continue to invoke fear in all who stand in their way? Get your popcorn ready. This is gonna be one hell of a show. Wembley, turn up for Team Liquid and Astralis.
beide Teams laufen in die Arena ein, holen sich nochmal die letzten Props der Fans und sammeln ein bisschen Energie fürs große Match. Wir haben gerade nochmal so ein bisschen die Recaps gesehen der beiden Teams, wie die bisherigen Matches gelaufen sind. Liquid ja eigentlich mit einem perfekten Rekord durch beide Swiss Stages durch. Welche Schwachstellen hat man vielleicht trotzdem bei ihnen gesehen? Ja, ich denke, das Offensichtlichste ist jetzt nicht unbedingt eine Schwachstelle, aber sie hatten weniger Spielpraxis. Und ich glaube, man hat gerade in der zweiten Stage gesehen, wie wertvoll Spielpraxis sein kann auf dem Major, wo fast alle Teams, die eben aus der ersten Stage kamen, ihre Auftaktmatches gewonnen haben, weil sie offensichtlich schon eingespielt waren. Es ging direkt rein bei ihnen, sie kannten das Setup so. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch ein Problem ist, weil auch eine längere Pause war und alle Teams haben dazwischen gespielt, denke ich, trainiert, sich warm gehalten. Aber trotzdem könnte das so eine Sache sein. Liquid einfach noch nicht alle Maps auch getestet, die sie in der Vorbereitung angetestet haben. Da könnte Liquid Schwächen haben, aber Astralis hat ja auch sehr, sehr deutlich in den Swiss-Phasen gespielt. Eben, also ein Match verloren und es ging Liquid. Also ja, viel gelernt. Man sagt ja immer, gerade so closes Match auf einer Map, die treffen jetzt nochmal aufeinander. Der Verlierer lernt immer mehr. Ja, das stimmt. Und ich glaube, vom Sonic lernt er am meisten. Und das ist jetzt auch kein Best of One, sondern ein Best of Three. Wo liegt da nochmal der Unterschied jetzt für die beiden Teams speziell? Naja, beide Teams spielen eine gute Map für sich, dann ist 1-1 und dann ist es eh wieder ein BO1 auf Inferno. Alles klar, ihr müsst doch eigentlich gar nicht einschalten. Nein, müsst ihr auf jeden Fall, denn das wird auf jeden Fall ein absolutes Hammer-Match. Es geht bald ins Map-Veto. Astralis hat den größten Map-Pool aller Teams, kann man, denke ich, so getrost sagen. Astralis kann jede Map außer Cash gegen jedes Team spielen. Genau, ich habe vorhin gesagt, es wird nicht nur auf dem Server gespielt, sondern auch abseits des Servers. Was macht's mit dir, wenn du vorher eigentlich schon weißt, das Map-Veto kann ich eigentlich nur verlieren? Ich denke, du bist noch mehr darauf erpicht, sag ich mal, individuell on point zu sein, weil alle Spieler, die hier gleich auf den Server gehen, die wissen, dass sie individuell, wenn sie einen guten Tag haben, absolut jeden vom Server bolzen können. Und ich denke, darauf fokussierst du dich. Liquid hat ja auch keinen schwachen Map-Pool. Es ist nur nicht so ausgeprägt wie bei Astralis. Also im Endeffekt halt gleich wie spielerisch, einfach so ein Astralis Light, auch beim Map-Pool. Ja, dafür Gesichter plus. Astralis hat auch immer wieder gezeigt, dass sie sich auf ihre Gegner sehr, sehr gut vorbereiten, haben immer irgendwelche Anti-Nades parat. Ja. Da gibt es auf jeden Fall eine Tradition des Anti-Strattings so ein bisschen. Wie genau würden sie sich jetzt auf Liquid vorbereiten? Oder ziehen sie einfach nur ihr eigenes Spiel durch, weil sie sind Astralis und müssen sich gar nicht vorbereiten? Ich glaube, so explizit Nades gegen Teams macht Astralis gar nicht. Das ist mehr so übliche Positionen, die sie gerne mal naden. So. Also Anti-Stratting hat Astralis für mich nicht wirklich nötig. Wenn sie natürlich trotzdem was in der Hinterhand haben und wenn es nur ein, zwei Sachen pro Map sind, ist das natürlich dreist. Und hier sehen wir nochmal schöne Frag-Zusammenschnitte. Wer hat bisher am meisten überzeugt bei Team Liquid? Ja, für mich muss es Nev sein, weil Nev da ist, wenn Liquid wackelt. Also das ist seine wichtigste Eigenschaft für mich. Headshots und allgemein Frag-Volumen ist eigentlich bei jedem da. Jeder von den Spielern ist immer für mehr als einen Frag gut, sag ich mal. Ja. Twist ist natürlich das Aushängeschild, sag ich mal. Und Nev ist für mich mit der wichtigste Spieler, weil er einfach immer performt, egal in welcher Situation. Aber ich meine, wir haben es auch gesehen, dass wirklich jeder Spieler seine Highlights hatte. Also jeder hat sein 4K, sein irgendwie Klatsch rausgeholt. Deshalb meine ich auch wirklich mittlerweile bei mir so im Kopf eine Masse geworden, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wer irgendwie den krassen Klatsch, wer das krasse 4K geholt hat, weil jeder hat sein Highlight. Ja. Wir haben im AWP-Duell möglicherweise einen kleinen Klassenunterschied zwischen Nitro und Device. Ja. Sag ich jetzt mal vorsichtig, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Nee, da kannst du direkt springen. Also Device Mach die Tür auf. Device ist Welten über Nitro. Das weiß Liquid auch, deswegen spielen sie die AWP auf der T-Seite überhaupt nicht. Und auf der CT-Seite muss man sagen, macht Nitro mittlerweile einen sehr guten Job. Also ist diese stabile AWP, die man bei vielen Top-Teams als zweite AWP sieht, so ein Dupree, so ein Flamey, die spielen ähnliche Rollen. Das ist auch super effektiv auf der CT-Seite, du brauchst die Picks nicht. Und Liquid kompensiert dadurch, dass sie ein dynamischeres Spiel haben, ein schnelleres Spiel haben an der einen oder anderen Stelle, weil sie eben nicht um eine langsame und immobile AWP rumspielen müssen. Ja. Welchen Einfluss hat es, dass Liquid auf der T-Seite quasi keine AWP zur Verfügung hat? Ich glaube, auf der T-Seite ist es gar nicht so schlimm, je nach Map natürlich, aber du kannst als T eben
viel mit Granaten arbeiten. Wenn du eh weißt, man kennt die Position, die AWP meistens steht, einfach da im Ziel Molly hinschmeißen, vielleicht den Flash vorhin werfen. Das kann man gut gegenarbeiten. Ich finde es wichtiger als CT. Also gerade wenn ich so überlege, viele Mirage-Matches, die verloren werden auf der CT-Seite, ist bei einer fehlenden AWP, wenn das Geld sogar vielleicht nicht mal da ist. Und die Gegner einfach öfters, was viele Teams mittlerweile machen bei Mirage, diese Contact-Goes, diese ekligen, vielleicht mittig kurz anfangen mit zwei Smokes und dann A-Contact raus. Wenn du dann im 4 hast, auf dem Spot stehst, Du wirst überfahren, du hast keine Chance. Mit AWP stehst du hinten am Ticket, holst den ersten, ist defensiv, Mates ziehen nach und sowas. Es ist einfach wichtig, dass du diese feste AWP hast, um eben diesen Contact-Go kontern zu können. Ja, der große Vorteil der AWP ist eben, diese ungetradeten Frags zu kriegen. Genau. Und das ist, denke ich, auch auf der CT-Seite wichtiger, weil du das nötiger hast. Weil du auf dem Spot, wenn der Execute kommt, per Default in Unterzahl bist. Und das, was du machen musst, ist ein Kill machen aus deinem Positionsvorteil, praktisch dem Informationsvorteil, den du gegenüber den Terroristen hast, weil sie nicht wissen, wo du stehst, musst du eigentlich immer einen Kill draus machen. Und da ist die AWP mit das beste Werkzeug dafür. Auf der T-Seite hast du es nicht so nötig, weil du auf der T-Seite tendenziell im Side-Take eh immer einen verlierst und dann auf Basis von dem tradest. Eben. Deswegen denke ich, ist die AWP auf der CT-Seite wichtiger. Genau, das haben die Teams natürlich auch verstanden und Device spielt es ja perfekt aus, dadurch, dass er immer an Positionen steht, wo er nochmal zurückfallen kann. Das ist unmöglich zu töten. Warum haben andere AWP-Spieler das noch nicht auf die Art adaptiert, auf die er es durchzieht? Weil Device AWP für die, sag ich mal, für die Halbzeit spielt und nicht AWP für die Runde spielt. Device weiß, also er ist nicht nur innerhalb der Runde jemand, der seine Chancen optimiert, indem er Ecke um Ecke zurückfällt, sondern er stellt auch sicher, dass er in möglichst vielen Runden in der Halbzeit die AWP hat, weil er eben weiß, was er für einen Impact haben kann, wenn er an der AWP ist. Und ich kann dir nicht genau sagen, warum die anderen AWP-Spieler das noch nicht verstanden haben, aber vielleicht ist es auch was Stilistisches. Wenn du dir anguckst, was ein Simple oder ein Fallen mit der AWP machen, dass man da das ein oder andere Mal öfter stirbt, ist jetzt kein Wunder. Wenn ich es vielleicht vergleiche mit Pokern, jetzt Simple und Device vielleicht, ich würde sagen, Device spielt immer die Wahrscheinlichkeiten. Also er spielt einfach nur, er weiß, okay, hier gewinne ich zu 70%, also ich gehe es ein. Und ich glaube, Simple spielt einfach gegen den anderen Spieler, gegen seinen Verstand und blufft auch mal gerne und sagt, okay, eigentlich wäre es voll dumm, aber ich glaube, er denkt, ich bin schlau, also ich mache es trotzdem. Und ich glaube, das ist halt dieser Unterschied. Ja, entweder immer safe spielen oder ich spiele halt einfach psychologisch gegen den anderen. Welche anderen Faktoren kommen noch in dieses Matchup rein? Gibt es noch irgendwas, was man hervorheben kann? Also ich denke, ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, ist, dass Astralis es schon mal gemacht hat. Also das Major gewonnen und Liquid eigentlich auch dieses Jahr, sie haben noch kein großes Turnier gewonnen, sehr viele Finals gespielt und ein Stück weit das, was ich in der Voranalyse zum Viertelfinale schon gesagt hatte, Liquid muss für mich noch zeigen, dass sie die Nerven und die Eier für den Titel haben. Also sie haben gezeigt, Group Stage ist kein Problem für sie, Early Playoffs kein Problem für sie, aber wenn es wirklich darum geht, den Pokal hochzuheben, sind sie immer wieder eingeknickt. Das erinnert so ein bisschen an den Astralis Kern, früher bei TSM, immer Top 4, nie ein Titel. Irgendwann hat es dann geklappt bei ihnen und dann haben sie auch mehrere Titel gewonnen, aber den Schritt hat Liquid für mich einfach noch nicht gemacht und da könnten sie bröckeln. So ein Stück weit auch wie letztes Jahr FaZe, auch wenn die einige Titel geholt haben, aber die waren in deutlich mehr Finals und haben dann öfter mal den Ball gedroppt. Ich weiß nicht, ob es die Nerven waren, aber es war wie wenn du so eine mit einer Bazooka und alle haben eine Piste und deine Bazooka ist halt dann leer bis zum Finale und dann kannst du das halt leider nicht mehr gewinnen. Also vielleicht andere Umstände, aber natürlich ähnliche Placings, ja. Beide Teams haben junge Wilde, nämlich Majisk und Twists. Was unterscheidet die beiden in ihrem Spielstil? Schwere Frage, auch eine gute Frage. Ich würde sagen, Majisk ist mittlerweile bei Astralis nochmal so ein bisschen gewachsen für mich als Spieler, hat viel dazugelernt. Zum einen kann er sich besser ins System anpassen, aber seine Freiheiten. Aber ich würde sagen, Twist ist auch relativ ähnlich. Ich glaube, die einzige Stärke bei Majisk wäre vielleicht, dass er mittlerweile auch mental gefestigt ist mit dem Team im Rücken. Weil wenn du so ein Team hast, also mir kommt manchmal vor, als wäre Astralis einfach wirklich so 5 irgendwie Roboter, so AIs und Sonic ist im Prinzip der Schöpfer. Seine Algorithmen sitzen da und er lenkt ihn noch. Im Prinzip, man verliert eine Runde, alle wissen, okay, weiter geht's, nichts passiert. Und jeder weiß jederzeit den perfekten Genau, Play genau. Halt, und bei Liquid ist schon dann, dass sie dann in sich hineinfressen und ein bisschen sauer werden, sich denken, ah, den muss ich haben und ah, wieso hat mein Mate den nicht geholt? Und ich glaube, das ist so der größte Knackpunkt bei den beiden Teams. Deine Metaphern sind heute richtig on point auf jeden Fall. Ja. Also Majisk ist für mich einfach ein bisschen intuitiver als Twists. Majisk auch, glaube ich, spielt ein bisschen mehr mit dem Kopf und ein bisschen weniger auf den Kopf. Also im Sinne, dass er auch mal die Lücke sucht irgendwo und auch ein Lurkplay macht, während du von Twists eher die Suche zum direkten Duell hast, wo er auch meistens eben
die Oberhand hat. Also man kann es ihm gar nicht übel nehmen, dass er viel auf Gesicht geht. Aber da denke ich, die feinen Unterschiede. Wobei Magist natürlich auch auf Gesicht gehen kann. So ist nicht auch super krasser Aimer. Aber das sind so die Tendenzen. Magist ist jemand, der sehr emotional ist, der sehr schnell auch tilten kann. Das hat in der Vergangenheit, genau. Würde ich sagen. Hat er, das war die Frage, auf die ich hinaus will. Hat er sich da weiterentwickelt bei Astralis? Hat er gelernt von den abgeklärten, routinierten Spielern, die in diesem Team sind? Wer jetzt nochmal? Magist. Okay, ich war gerade ganz kurz verwirrt. Ich glaube auf jeden Fall, weil auch das Team davor, da waren glaube ich so paar Rager mit dabei. Und ich glaube, sobald du da ein, zwei Leute drin hast, dann wird es halt doppelt so schlimm einfach. Dann wird es sich hochgependelt bis zum Maximum, bis wirklich die komplette Birne halt rot ist, wie bei Just manchmal. Und immer. immer. Und mittlerweile ist aber nur noch wirklich das Salzlevel niedrig, auch weil auch Astralis viel im Hintergrund macht mit Sportpsychologen und alles drumherum. Ich glaube, was ihm auch hilft, ist, dass er da wirklich in ein Team gekommen ist mit gestandenen Champions. Ja. Das sind wirklich dänische Legenden. Die waren schon ganz oben an der Spitze, sage ich mal, als er noch irgendwie kurz davor war, von North rekrutiert zu werden. Also er war praktisch, denke ich, in der Anfangsphase auch einfach noch ein Fan von dem einen oder anderen Spieler. Das sind wirkliche Legenden und ich denke, da hat er sich auch ein Stück weit gelernt, sich unterzuordnen, weil ihre Entscheidungen halt meistens richtig sind. Er hat auch mit Sonic einen Coach, der sehr gut, denke ich, mit seinen Spielern umgehen kann. Wenn man Sonic hinter sich hat, hat man so gefühlt, da kann kein Spieler so wirklich mental einknicken. Ja. Also er schafft es immer wieder, die irgendwie aufzupäppeln. Und Magisk hat sich so ein bisschen eben in diesen positiven, emotionalen Spieler entwickelt, der hypen kann, wenn es läuft, und der aber auch die Schnauze hält, wenn es nicht läuft und sein Team jetzt nicht mit runterzieht. Ja. Naja, ein bisschen tiltet er immer noch. In Köln stand ich hinter der Bühne, habe Interviews gemacht, damals für Pro7. Habe ihn nach dem Interview gefragt, nach der Niederlage gegen Navi, und da flog ein, sag ich mal, eine frühe Beschimpfung in meine Richtung auf jeden Fall. Ja gut, abseits des Servers. Sagen, nach dem Game ist alles. Genau. Kann man ihm aber auch nicht verübeln. Da gab es eine böse Niederlage und die hatten deutlich mehr von sich erwartet auf jeden Fall. Guck mal, die Fans, die bewegen sich. Wow. Offensichtlich keine Statisten. Tatsächlich Leute, die sich auch für Counter-Strike interessieren. Das Bier sehr, sehr zeigt ein bisschen Wirkung. Vielleicht aber auch das absolute Top-Matchup, was wir hier gleich zu sehen kriegen. Ich möchte nochmal auf Elish zu sprechen kommen. Der ist nämlich eigentlich seit Jahren an der Spitze von NA unterwegs. Ja. Was macht den Mann so konstant? Ich glaube, sein mechanisches Können, das war sehr, sehr präzise, ähnlich wie vielleicht so ein Electronic, also wirklich der wie ein Helikopter im Prinzip irgendwo links, rechts überall gefühlt einloggt, also das ist wirklich sehr stark in der Hinsicht. Ich denke auch bei ihm war die größte Schwäche immer diese mentale Schwäche, wenn man gerade die Storys hört, damals auch als Simple bei ihm mal für eine kurze Zeit war wirklich immer durchgehend Beef zwischen den beiden, also ich glaube, dass auch da er so ein bisschen damit zu kämpfen hat, bis er dann ganz, ganz oben auch mit den Top 3 Leuten mitkratzt. Genau, wir sind im Map-Veto und ich weiß nicht, welches Team auf welcher Seite ist. Also Cashban auf jeden Fall von Astralis und dann Trainban von Liquid. Okay. Das verstehe ich nicht so genau. Der Astralis-Pick von Nuke, der saß auf jeden Fall schon mal. Richtig. Also das sind gepickt schon gleich drauf. Das war ja klar. Mirage von Liquid macht auf jeden Fall Sinn. Da haben sie auch wirklich Chancen, oder? Kann man echt sagen, dass sie da Astralis... Ja, also Mirage ist die beste Map, die Liquid hier aus dem Veto kriegen kann. Ich würde sogar sagen, Mirage wäre besser als Cash. Aber Cash ist einfach eine Map, die Astralis aber komplett rauswirft. So, da haben sie gar keinen Bock drauf. Oh, Overpass Band von Astralis? Jetzt wieder die zweiten Bands machen überhaupt keinen Sinn. Ich würde fast behaupten, da wurde irgendwas vertauscht auf der Stage. Ist auch alles hier schon... Mist, Mann. Overpass Band von Astralis. Liquid hat doch auch nicht Inferno gebannt, oder? Ich glaube, also... Egal, die dritte Map ist das. Ist doch abgekartet hier, das Ding, oder? Wo die Story schon geschrieben. Ja, das finde ich ein bisschen komisch. Ja. Definitiv. Aber gut, das 2 ist die Decider-Map. Worauf können wir uns da freuen zwischen diesen beiden Teams? Ich meine, Astralis hat schon mal 16-0 gespielt auf das 2. Nee, es sind immer deutliche Matches oder meistens deutliche Matches gewesen. Ich denke aber, Liquid hat auf jeden Fall die Klasse mitzuhalten auf das 2. Ich glaube nicht, dass sie so im Boden gerammt werden wie andere Teams bei diesem Turnier. Dann wird es jetzt Zeit, den Coin zu setzen. Was sagt ihr beiden? Astralis, ja. Alles klar, relativ eindeutige Sache. 80% der Community sehen das ganz genauso. Also, Astralis bleibt weiterhin der Favorit. Ist die Frage, ist es jetzt eigentlich noch das vorgezogene Finale, wo wir gerade so ein starkes Navi gesehen haben? Für mich war es eigentlich bis gestern
so der Fall. Also, aber dann zum einen Navi einfach unglaublich stark aufgespielt in den letzten Spielen, also vor allem Electronic und Simple einfach. Du denkst halt, okay, die haben keine Firepower mehr, irgendwie der Saft ist raus. Nee, da ist irgendwie noch bis oben auf der Tank voll noch. Der ist gar, wird gar nicht leer. Ja. Und eben Liquid aber dann zeitgleich ein bisschen schwach gewesen. 2-1 gegen Hellraisers war nicht gerade so eine gute Leistung, viele Fehler. Insofern, ich hoffe, dass sie heute sich fangen und dann wird es wirklich schon fast ein vorgezogenes Finale, aber müssen wir abwarten. Es wird, denke ich, sehr, sehr interessant. Also, wenn, also egal welches Team jetzt hier weiterkommt, wird es auf jeden Fall endlich mal auch ein Clash der Systeme, sage ich mal. Also, ja. Man hat dann aus dem Astralis Liquid Match auf jeden Fall ein sehr strukturiertes Team und im Kontrast Navi ein eher freies Team, also wenn man es vergleicht mit den Astralis und den Liquids. Und ich denke, es wird auf jeden Fall ein Hammerfinale, ganz egal welches Team hier weiterkommt. Aber ich würde nicht unbedingt jetzt einen Vorteil dem Team geben, das aus diesem Matchup kommt. Minimale Differenzen also in diesem absoluten Top-Matchup, Top-Matchup, Top-Caster. Auf euch warten Jitgo und Venom. Let's go! Vielen Dank, lieber Kauzi, und vielen Dank an die Analyse. Ja, lieber Venom, wird heute der Stern gelöscht oder sehen wir hier einfach den Stern, wie er einfach das Wasser verglühen kann? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Also Team Liquid, das wird auf jeden Fall eine schwierige Angelegenheit. Ich denke mal, dass wir sowieso jetzt bei den letzten vier Teams, die jetzt noch übrig waren, nur Hochkaräter hatten. Mhm. FaZe war ja sogar noch ausgeschieden, BIG ist ausgeschieden, Complexity dazwischen waren. Aber jetzt kommen natürlich wirklich die Namen, die man ganz oft oben sieht. Liquid, Astralis, Navi. Ja. Und ich sag mal, dass man jetzt gegeneinander spielt, ist nicht einfach. Und hier sehen wir schon mal das Hütchen und das möchte auf jeden Fall Team Liquid haben. Ja, die Menge tot. Die Menge tobt und dann kann es losgehen. Also, wir sind auf jeden Fall gespannt und ich freue mich drauf. Wird auf jeden Fall die Partie des Tages für mich. Ja, definitiv. Ich denke auch mal, dass es auf jeden Fall ein ordentliches Match wird. Wir können da auf jeden Fall von absolut höchstem Aim-Niveau, von höchster Spielklasse ausgehen und ich gehe mal davon aus, dass wir wirklich auf Nuke auch einen Decider sehen werden. Das ist so einer der Gründe. Wie wird sich da Liquid halten können? Wird Astralis ähnlich stark wie gestern aufspielen? Gestern waren sie wirklich fulminant. Navi hat ja schon gezeigt, wer die Hosen anhatte da vor den Tag und gestern auch nochmal Astralis übertrieben überragend und ja, wird auf jeden Fall heftig. Ja, also ich denke, die Analyse hat es ja auch schon gesagt, wer am Ende hier weiterkommt gegen Navi, ist absolut verdient für beide Teams. Also heute wird es der bessere durchsetzen. Und auch das Map-Bild, würde ich sagen, ist super mit Nuke, das 2 und Mirage. Nuke können beide Teams spielen auf jeden Fall. Das gleiche gilt auch für das 2, das haben sie oft genug gezeigt. Und Mirage können sie auch spielen. Also das ist wirklich für mich ein 50-50-Ding und ich freue mich drauf. Und ich hoffe, die Halle freut sich auch drauf, weil hier wird es gleich losgehen. Oh, guck mal, da freut er sich. Jawollo, Navi. Aber das ist auch schön angefertigt, das Logo, was sie da gemacht haben. Und endlich ist die Halle mal was voller. Es ist die Frage nur, ob die Stimmung auch mal was voller wird. Das war ja gestern ein bisschen behaglicher. Oder vorgestern. Und die beiden Steer at the Camera. Und Astralis. Jawoll! Also, überall sehen wir natürlich Anhänger, Supporter und weiter. Und auch wunderbar. Oh, jetzt gibt es nochmal Stimmung. Oh, geil. Sollen wir auch Stimmung machen? Hallo, hallo. Ja. Haben wir hier Stimmung? Wir kriegen hier auf jeden Fall, wenn wir, ich sag mal ganz ehrlich, wenn die Leute, die hier sitzen, wenn wir die zusammennehmen und da gegen die Halle anschreien, würden wir gewinnen. Ich denke auch. Was denkst du, wer gewinnt Map Nummer 1? Nuke. Ganz schwierig. Ich würde grundsätzlich sagen, dass es Astralis machen sollte. Aber Liquid immer wieder stark, immer wieder gut. Und jetzt geht es hier in Stimmung rein. Und hoffentlich ist der Chat bei uns auch am Start. Rast mal. Und die Vikes geht super schnell nach vorne mit seinem Team. Also, direkte Action für euch hier live auf 99 Damage bei diesem unglaublich klasse Spiel, was wir höchstwahrscheinlich erwarten werden. Und Team Liquid steht direkt instant für einen Retake. Ja, Liquid möchte sich natürlich jetzt anpassen, gucken, dass sie Räume einnehmen können. Die Problematik ist nur, wenn du natürlich unten rumgehst, dann kriegst du sofort einen Knipser. Aber sie schaffen es ganz knapp hier. Und nur ein Spieler verloren und Astralis auf der Überholspur. Oh, was ein Tempo von Astralis direkt am Anfang hier. Die Hosen an, raus, abfahren, Spot umschießen und direkt instant beide Spieler rausgenommen. Fast keine Chance mehr dafür, Team Liquid irgendwie nochmal die Retake auszuspielen. Und was ein gutes Backup. Da hat jeder seine Aufgabe erfüllt und am Ende eine verdiente Runde. Die Avatare sind jetzt auch geändert worden. Die haben jetzt diese dänische Flagge drum, Magisk und ich glaube, wer war es noch? Dupree? Ich meine, Dupree war es, nein, da war es nicht Dupree, dann war es Device. Und hör dir die Halle an. Hör dir die Halle an. Die ist richtig laut jetzt gerade. Nee, aber die letzten Tage nicht, oder? Nee, die ist auf einmal extra für uns, haben sie es lauter gemacht. Achso, nein, 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 nicht die Halle, sondern jetzt gleich die Avatare. Musst du gleich mal drauf achten. Achso, du meinst die Flagge auf den Schultern? Genau. Das ist nur bei manchen, ne? Ja, genau. Magisk hat's. Hä? Nee, da hat's was keine drin? Was ist das denn?
Ey, krass. Gerade eben war es auf jeden Fall noch anders. Aber gut, so sieht man mal, dass sich das ändern kann. Ah, die Nate. Doch, und Dupree, schöne Granate hier gesetzt. Vielleicht haben sie da irgendwie so ein neues Gimmick. Wenn du irgendwie zwei Frags gemacht hast, kriegst du einen Avatar. Oder so. Du bekommst eine Flagge. Das ist eigentlich eine geile Idee. Oh, guck mal. Nur im Replay wird gesagt. Okay. Und weißt du, was du bei Clave machen kannst, wenn er Avatar bekommt? Brennende Augen bei dem Blick da unten. Ja, Mann, ja, Mann. Oh ja. Also da hätte ich auf jeden Fall auch Angst, wenn ich den nachts treffen würde. Und Angst hätte ich auch insgesamt, wenn ich die Jungs hier im Matchmaking treffen würde. Denn das Aim-Niveau natürlich hoch am Start. Wir sehen jetzt noch zwei Deagles, eine CZ, eine Scout auf Seiten von Liquid. Die wollen natürlich auch irgendwie Informationen ersammeln. Und da gibt's, sag mal, das Deagle-Brett. Elise hält gegen. So, ist natürlich auch bei Team Liquid gut rein investiert. Twist auf einer guten Position. Du hofft natürlich jetzt, dass er da irgendwie nochmal blind irgendwas setzen kann. Und die Steps bekommt er mit. Die Tür geht auf, nimmt sich den Ersten in die Bombe gefallen und kann nochmal abhauen. Dadurch in den Rücken fallen. Und Team Liquid steht hier im Vorteil. Und das Twist. So, Twist zieht rum und die TZ ist so stark in Close Distance. Device, letzter Belebener. Und er wird von Nightqueen eliminiert. Und damit haben wir das 1:1. Was eine starke Runde. Und jetzt gucken wir nochmal, inwieweit wir hier eventuell auch nochmal die Sache sehen. Und zwar die Flaggen. Da sehen wir es. Elise, schön mit der US-Flagge. Also das ist ein schönes Feature. Twist mit kanadischem Gewand. Stark. Geil. Ist mir noch nie aufgefallen. War es das ganze Match schon so? Ich weiß nicht. Aber das ist nur beim Replay, oder? Ja, genau. Das ist nur beim Replay. Aber ja, ein bisschen Abwechslung fürs Auge. So, aber genau so soll ein Spiel zwischen Liquid und Astralis natürlich auch starten. 1:1. Man gewinnt die Pistol, verliert die darauf folgende Runde. Die berühmte Anti-Eco. Und ja, so wünschen wir uns doch eine Begegnung zwischen den zwei. Ja, zwischen zwei der drei besten Teams. So, und gleich wird wieder der Clash im Außenbereich gesucht. So, Licht zieht sich zurück. Nitro, der Scout muss da ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich viel Raum, den Astralis da jetzt einnehmen kann. Er versucht sich auch den Raum erstmal freizuhalten, indem er Molotov hinschmeißt, einen Smoke, Sicht und Laufweg für Astralis versperrt. Und Nitro sucht natürlich hier irgendwie nochmal die Möglichkeit. Auf langere Distanz zurückgegangen. Und Astralis will unbedingt diese Scout rausnehmen. Ja, wird schwierig, weil sie immer den ersten Kontakt kriegt. So. Ciao. Alter! Aiming auf höchstem Niveau. Genauso wollen wir es sehen. Schön. So, Astralis erobert sich damit den Außenbereich. So, man wartet natürlich ab. Wohin will man gehen? Sipex übernimmt erstmal die Verantwortung, da mit seinem Mate zusammen Richtung Secret nach unten zu gehen. So, und Glaive wartet auf die nächste Möglichkeit. So, das ist eine super Position von Elise. So, Rampe ist natürlich sicher, das heißt, er braucht einfach nur das Fenster zu halten. Und im perfekten Moment kann er dann natürlich rumziehen, unten Richtung Tür und einfach nur Schicht im Schacht geben. So, Clave nochmal mit dem Anschuss im Außenbereich. Der hat nur noch 17 HP. Man steht bereit, die Position oben von Elise ist so stark. Oh, er hat sich verraten. Das hat man gehört. Aber die Bombe konnte geplant werden. Das ist eigentlich schon mal ein großes Ziel, was Astralis hier schaffen konnte. Aber Elise möchte hier auf den Runden-Win gehen. Gar nicht so sehr das Geld, die Nein, aber siebt nichts mit dem Ersten. Dupree mit dem Nächsten. Was ist hier schon wieder los? Oh, ein ganz hohes Niveau an der Pistole. Und Elise, der weiß gar nicht, wo er hinschauen soll. Clave direkt mit dem Nächsten. Der ist noch Elise im 3 gegen 1. Was will der jetzt machen? Der weiß, an der Tür wartet einer. Hinten an der anderen kleinen Tür wartet einer. Geht auf die Jagd. Oh, wo ist der andere am Fenster? Schönes Prediction Aiming, Elise. Zieht rum, Elise wird rausgenommen. Und dann ist es 2:1. Was ein Ping-Pong hier bei Astralis gegen Liquid. Genau sowas wollen wir sehen. Genau sowas haben wir erwartet. Bei so einem Hochkaräter wie diesem Spiel. Und direkt mal von Anfang an wird hier gezeigt, dass beide Teams absolut Bock haben hier. Rund zu entscheiden. Was war das denn für eine Deagle-Schelle? Holy. Glaive, der macht auch keine Kompromisse. Alter, der wird weggedrückt. Unfassbar. Und schaut euch die Gesichter an. Und der ist echt, ey. Hui. Der könnte auf jeden Fall in irgendeinem Psycho-Thriller auftreten, der gute Glaive. Ey, so habe ich Bock auf das Match, ne? Wenn es so direkt anfängt. Einfach weiter. Bis jetzt 16:14. Einfach so Ping-Pong. Ein Hin und ein Her. So, Team Liquid direkt wieder im Buy. Und wir sehen wieder eine Scout, eine UMP. Und das könnte sehr, sehr schnell wieder böse enden. Wenn man besonders mit Twist UMP da eigentlich in einer guten Position oben auf der Pommes einsetzen kann. Und wiederum hat Taco sich auch defensiv zurückgezogen. Astralis wartet aber erstmal. So, wir warten ab. Kein Damage verloren. Erstmal schön die Close Distance eingenommen. Was immer sehr schön ist auf jeden Fall hier bei dem Overlay, dass man oben links den unteren und den oberen Bereich sieht, der Map. Das hat sich Faceit hier schön einfallen lassen. Gefällt mir sehr gut. Und Taco, der hatte auf jeden Fall schon mal auf seine erste Beute gewartet. Die geht aber nochmal zurück. Und wer kennt's nicht?
das Pferd, das Pegasus oder der Pegasus als Beutetier hier unterwegs, als Raubtier. So, wo wird's hingehen? Granaten kommen, Execute startet und jetzt geht's los. Schöner Push. Ups, schöner Push da von Twist. Geht direkt nach vorne, instant wieder zurück. So, Clave macht noch ein bisschen Stress unten. So, aber die Rampe ist offen. Und das ist natürlich die Lücke für Astral, dass sie jetzt ausnutzen können. So, wenn wir das Duell gegen Nitro suchen. Nein, man zieht direkt runter Richtung B. Man hat zumindest noch Clave da abgestellt, der ja wunderbar in den Rücken fallen kann. Wenn er das Timing hat und wenn er das Timing findet, einfach eine super Ergänzung für sein Team und dann der OMP auf Close Distance. Ja, auch absolut gefährlich. Vor allen Dingen, man hat gar keine Smoke mehr. Man hat nur die Molotov und das Damage, der kommt raus. Man kann hier die Spieler rausnehmen. Und da ist Clave, wie du es angesprochen hast. Und Nitro, letzte Beleben, da im One-on-Four. Eine Runde kann er niemals holen, aber kann natürlich die Scout durchbringen. Und wenn man auf die Kohle von Liquid guckt, da hat man da gut reinkommittet. Und die Stimmung. Jawohl! Ey, die fällt mir jetzt erst auf. Gestern war die nicht so geil. Ja, gestern war gar nichts. Ich glaube, die haben heute einfach mal schön ein paar Drinks kostenlos rausgegeben. Aber heute ist die Halle auch richtig voll. Also ich habe gesehen, da gab es ein Video, wo eine ewig lange Schlange war. Echt? Ja. Die einmal komplett um die Arena ging. Ja, so gehört es jetzt auch. Auf einem Major sollte die Eskalation am Start sein. Du darfst vielleicht auch nicht unterschätzen, ne? Gestern war auch noch Freitag, vielleicht sind noch ein paar von der Arbeit jetzt erst gekommen. Heute ist Samstag, die meisten Leute haben frei. Heute ist die Halle damit auch voll und die Fans sind auf jeden Fall bereit, dieses Spektakel hier zu feiern. Der Stern gegen Flüssig. So, das Gute ist halt immer, wenn Astralis... Wenn du Astralis-Fan bist, kannst du davon ausgehen, dass du dir ein Finalticket bestellen kannst und trotzdem dein Team auf jeden Fall auf der Stage siehst. Und deswegen erwarte ich hier auch auf jeden Fall eine große Stimmung. Oh, Liquid, die Amerikaner natürlich immer wieder ihre patriotischen Fans am Start. Und der Circle Boy, der möchte uns mal ganz kurz hier die Unterbrechung reinhauen in diese Stimmung. Aber davon lassen wir uns nicht beeinflussen. Nee, ne? Wir Circle gehen ja gleich ins Game Circle rein. Boy, da ist der Circle Boy wieder weg. Nein, jetzt ist er wieder da. Und ist ja... Ah, jetzt nicht. So, was auch immer. Wir sind einmal für euch nochmal ganz kurz hier schön in die Vergangenheit gegangen. Wir werden natürlich gleich nochmal mit der Stimmung hier weitermachen. Genau. Aber jetzt werden wir erstmal Counter-Strike sehen. Twist mit einem schönen offensiven Push, kriegt erstmal den ersten Frag, kann sich eine Waffe gönnen und Glaive zieht ihn da raus. Ganz, ganz wichtig auf jeden Fall, dass man hier mit Glaive diesen Spieler hier entschärfen konnte. Ich weiß jetzt nicht, ob es laut genug ist, aber das können wir auch gleich rausfinden. Vielleicht kann gleich uns auf 1, genau. Ehrlich. Mal gucken, ob uns da kurz jemand Feedback geben kann. So, auf jeden Fall, das wird eindeutig gut geklärt von Astralis. 4 gegen 2 Situation, man ist im Außenbereich noch unterwegs. Jo, und mehr gibt es hier erstmal nicht zu holen. So, einfach nur Exit Frags mal. Vielleicht kann Nitro sogar nochmal die Scout durchbringen. Na, wer weiß. Wer weiß, wir wissen es gleich in wenigen Sekunden hier auf 99 Damage. Hier Jonathan Frakes. Ja, hier Jonathan Frakes. Ja, nichtsdestotrotz, klar, wir werden jetzt gleich die Informationen auf jeden Fall bekommen. Und wir werden uns natürlich so schnell wie möglich... Du kannst auch einfach Minus drücken und Volume 1 eingeben. Was, Minus und Volume 1? Jo. Also gestern hatte ich es auf 50, das war laut genug. So 60. Mach mal ein bisschen. So ist gut, ja. Solide. Solide. Bumm. Also. Spieler nochmal rausgenommen. Und Nitro, letzter Überlebender, kriegt immer noch die Scout durch. Und die hat mittlerweile schon Legendenstatus. Oh ja, die hat schon ein paar Schlachten überlebt. So, und die wird auch direkt weiter gespielt. So, Nitro kann dadurch natürlich auch ein bisschen Equipment kaufen. Das darf man hier nicht vergessen. So, wir hören wieder Sound. Wir sind in die Zukunft gesprungen. Nein, noch nicht. Noch nicht. Kommt noch. Ja, der Zukunftssprung kommt noch, der muss vorbereitet werden. Die Ionenkanonen sind schon mal aufgeladen. Und ja, Nitro bleibt übrigens auf der Scout. Die weiß jetzt einfach mit Originalgas unterwegs. Die weiß nimmt mit der AW erstmal die Main in Betracht. So, und Dupree im Außenbereich schon durch. Also das Team baut sich langsam auf, diese sehr wichtige Außenkontrolle einzunehmen. Typischerweise macht man das ja mit ein paar Smokes, dass man versucht, da direkt eine Wand zu schmeißen, um einen einfachen Gang Richtung Secret zu bekommen. Aber Astralis geht hier einen komplett anderen Weg, weil die versuchen es einfach ohne Smokes. Da ist man vielleicht mit der Lücke durch. Dupree hat da ein sehr gutes Timing. Super gut gespielt in dem Augenblick. Genau das ist der Punkt, diese Balance Smokes. Die sind immer wichtig, aber wenn sie nicht kommen, hat man direkt einen ganz anderen Fokus. Nichtsdestotrotz die Pre einfach schön durchgemogelt und jetzt geht's hier los. Man muss die Rampe unter Druck setzen. Wenn man Taco jetzt noch rausnimmt, dann ist die Runde fast schon gegessen. Und das wird einfach schön gemacht. Aber Elish, der hat Glaive nochmal rausgenommen.
Trotzdem, es ist eine 4 gegen 3 Situation im CT. Ist das natürlich ein absoluter Nachteil. Sie entscheiden sich jetzt Richtung B aufzubauen und sind fast mit dem kompletten Team schon rübergezogen. Elish ist da, Elish ist bekannt. Aber Dupree, der ist immer noch am Schlängeln. Und zwar Richtung Side. Ja, die verstecken sich da sehr schön und laufen natürlich erstmal, haben direkt mal den Spot umschlossen. Magis, keine Ahnung, wo der jetzt das Brett gesetzt hat. Auf jeden Fall starke Leistung hier. Und Elish, der möchte jetzt gucken. Offensiv ist manchmal die beste Verteidigung. Genau das ist hier der Fall. 3 gegen 2 Situation, nicht einfach. Oh, da kommt der nächste direkt hinterher. Also Neff an der Tür erfolgreich. Damit sind beide Spiele bekannt. Hollo, da guckt ja das Köpfchen raus. Und Elish nutzt das aus. Damit ist es die 2 gegen 1 Situation. 1 gegen 1. Oh. Nein, kriegt es nicht hin. Damit 4 zu 2. Und Liquid kann diese Runde hier für sich entscheiden. Und ganz ehrlich, seien wir ehrlich, da unten liegt genau das, womit sie die Runde entschieden haben. Und zwar die Neon Rider. Ja. Habe ich mir jetzt übrigens gegönnt zum Geburtstag. Echt? Ja. Minimal Wear. Nicht der Track. Gönner. Schön, ja. Freut mich. Von zwei Kollegen 60 Euro auf PayPal geschenkt bekommen zum Geburtstag. Oh, schön. Läuft, ja. Ja, dann können wir den Mix doch Counter-Strike mal spielen, lieber Benno. Habe ich sogar. Was? Ein bisschen, aber momentan ist halt FIFA da, aber trotzdem. Wir haben jetzt erstmal hier das Timeout auf Seiten von Astralis. Die haben jetzt nochmal eine Runde abgegeben und wollen sich sofort besprechen. Absolut richtige Entscheidung hier in diesem Fall. Und vielleicht kriegen wir jetzt gleich auch einen Zukunftssprung hin, aber das werdet ihr automatisch erfahren, wenn ihr die Crowd auch wieder hört. Also wir sind natürlich in Hochtouren dran, dass das Signal hier vernünftig übertragen wird. Ja, in der Zwischenzeit können wir zumindest... Da ist es. Oh, okay. Ich wollte gerade das Scoreboard öffnen. Ja, wunderbar. Aber egal, so. Damit sind wir wieder da. Da sind wir wieder da. Und damit können wir hier wieder Stimmung losgehen. Let's go. Also natürlich auch für Liquid kann man das so ein bisschen als Ruhephase nehmen. Aber sieht schon im Hintergrund, Sonic ist ja ein überragender Coach. Der versucht sein Team immer im Hintergrund natürlich auch zu motivieren. Das gleiche gilt für Suus. Also vielleicht die beiden besten Coaches, die man bekommen kann in Counter-Strike. Mit einer super Erfahrung, einem super Mindset. Selbst die Interviews wirken sie mir so sicher. Und ich denke, so ein Coach kann dir besonders in solchen Spielen einfach nochmal den nächsten Schub geben. Definitiv, kann alles auch vorbereiten, für dich ein bisschen komfortabler machen. Ich nenne da ja immer sehr gerne meinen allzeit beliebten Tobi, der halt auch immer wieder extrem gute Coaching-Fähigkeiten beweist. Und jetzt gerade ziehen wohl die Zugvögel irgendwo hin, sonst ist das zumindest an. So Tag, wo mit dem ersten, aber Magins kann antworten. 4 gegen 4. Ja, dann nimmt man auch schnell wieder die Rampe auseinander. So kann das Tempo jetzt Richtung B anziehen, also kleiner Tempowechsel bei Astralis und das ist schnell B. Bloß, dass man im Außenbereich da auch den einen oder anderen Raum eingenommen hat. So, ist jetzt durch. Rampe safe, damit der Afterplant eigentlich gut für Astralis. Und eigentlich für Team Liquid sehr, sehr schwierig auszuspielen. Und ob man da das Risiko nochmal eingehen will, ich glaube, es liegt eher daran, ob sie nochmal irgendwo eine Öffnung bekommen. Zum Beispiel hier an der Tür. Ja, da könnte es jetzt nochmal ein bisschen kritisch werden. 4 gegen 4 ist alles machbar für beide Seiten. Man hat vor allen Dingen auch noch Flashes, Smokes und noch eine Molotow auf der City-Seite. Auf der anderen Seite nur noch eine HE. Und die Utility ist jetzt komplett raus. Das heißt, es geht hier um Aiming. Manchisco mit einem One-Shot, Manchisco mit dem Next und Siftix auch nochmal. Das ist stark und Nitro. Der muss hier irgendwie die Waffe durchspringen. Wurde gesehen, geht rum. Oh. Oh! Ja, da muss der das Duell suchen in der Situation. Da wäre nie und never rausgekommen. Never, never, ever. So mit nice try, aber am Ende reicht es nicht ganz. So, da sehen wir mit Gist nochmal. Super Runde von ihm. Nochmal ein One-Shot scheinbar. Ja gut, kein One-Shot, aber der war auf jeden Fall schon sick. Gut gemacht. Der hat sich auf jeden Fall richtig gut bei Astralis entwickelt. Viel wurde geflamed und der ist einfach eine Maschine vor mir an. Den kannst du auch überhaupt gar nicht stoppen. Der möchte einfach immer aggressiv gehen, alles zerstören, vor allen Dingen auf Inferno. Wird einfach immer vorgeschickt, völlig egal wo, oder Mirage. Ja. Aber das ist natürlich irgendwann ein Faktor, den man natürlich vorhersehen kann. Und da muss man ein bisschen anpassen. Ja, auch ein absolutes Biest auf der CT-Seite. Wie er halt zum Beispiel auf Inferno auch den Pit hält, ist überragend. Also ein Magist halt in diesem Line-Up komplett aufgegangen. Also meiner Meinung nach genau bei Astralis der richtige Call gewesen, halt mit Gerbi nicht weiterzuspielen und dafür Magist dazu zu holen. Also was Besseres konnte Astralis, wenn man es jetzt auf die Zeit sieht, seitdem sie zusammenspielen, was Besseres hätten sie nicht machen können. So, da ist wieder die geliebte Neon Rider von Venom, die er sich gegönnt hat. Und die wird jetzt versuchen, natürlich die nächste Runde zu holen. So, Taco muss sich zurückziehen, damit nimmt Astralis wieder die Rampe ein. Also sehr viel über die Rampe bisher. Ja, sehr viel Rampenspiel, sehr viel unter Druck setzen, gar nicht irgendwie die Kompromisse einlassen. Und das war natürlich jetzt schwach von Taco Game, muss man ganz klar sagen. Siebnix nimmt Nitro nochmal raus. Ja, das sieht hier nicht gut aus.
Nur noch Twist und Elish. Und Elish, der kriegt nochmal einen, lieber Tobi. Oh oh. Zweiter. Oh oh, dritter. Aber Elish ist rausgenommen. Das heißt nur noch Twists alleine gegen zwei. Oh. Das war knapp und er weiß, dass einer hinter dem Brennstab ist. Er hat die Munition, er muss auf die CZ wechseln. Oh, was geht denn da ab, Freunde? Er hat noch einen Schuss. Oh, was? Was? Bitte, was ist das denn, Twist? Abgefuckt. Oh mein Gott. Wie war das verdattelt von Astralis? Extrem verdattelt, aber auch genutzt von den Jungs von Liquid. Ein Schuss in der CZ, Venom. Einen Schuss. Tja, Freunde. Elish Nummer 1, Elish Nummer 2. Dann kommt Twist mit Nummer 1. Und dann kippt Elish mit der HE. Und dann zieht er hier rum und macht zwei Stück. Und einfach mal, weil es so viel Spaß macht. Babom! Tschüss, würde ich da sagen. Tschüss! Und sowas kann auch ein Neckbreaker bei Astralis sein. Wobei, eigentlich sollten sie sich sofort davon erholen. Aber unnötig, unnötig so eine Runde abzugeben, seien wir ganz ehrlich. Eieiei. Aber es passiert. Dafür sind wir auf Weltklassenniveau. Und wenn du halt so einen Schuss setzt, ja, passiert halt mal, ne? Passiert halt mal. Passiert, ne? So, wunderbar. Aber wie cool er das runterspielt, ne? Ja. Mit einem Schuss. Da trauen es die meisten nicht mal rumzuziehen und laden erstmal nach. Es wird gerade gefordert, dass er schon ein Spray-Logo bekommt unten auf Nuke jetzt. Alles. Einfach irgendwo schöne. Bau den Altar auf. So eine gedrehte CZ. So, die Twist-CZ, weißt du? Twist. Ja. Und wieder die Zugvögel, ab nach Süden! Alter, wie sich das anhört, unfassbar! So, Geld ist noch genug da. Trotzdem, die Runde war teuer für Liquid, das heißt, die müssen halt voll investieren. Sonst sind Pex wartet auf das perfekte Timing. Ich weiß nicht, ob er gehört wurde, weil da gerade auch noch ein Nate kam. Also das könnte jetzt ein Problem sein für Team Liquid, dass das Pex sich ohne wirklich, dass er bekannt ist, da durchgeschlängelt hat. Und sie haben immer noch einen stehen. In der Main, beziehungsweise in der Lobby. So, und sie sind wieder auf der Suche nach B. Und sie sind sehr, sehr weit wieder durch. Also Team Liquid zeigt da keinen Anstand, irgendwie Richtung Außen da den Bereich zu halten, sondern die fokussieren sich eher Richtung Side. Oh, so. Da wurde gebankt. Taco rausgenommen, schön. So, Elish ist aber bereit, wird jetzt auch gesichtet. Elish kriegt einen Glaive sofort mit der Antwort. Schon hat man hier eine Überzahlsituation bei Astralis, Neff, Twists und Nitro. Die letzten drei Überlebenden, einen kriegen sie schon mal. So, und damit wartet Nitro natürlich an der Tür. Die Bombe wird gelegt. Komplett offen diesmal. Also man entscheidet sich diesmal nicht, in den Brennstab zu legen. Den hat man gesehen und das nutzt Nitro instant aus. So, Glaive wartet jetzt vielleicht auf den perfekten Moment. Da ist aber noch ein zweiter Spieler, der an der Rampe wartet. Die gehen beide vor. Glaive zieht rein. Nimmt den ersten mit, sucht den zweiten. Oh. Wird der aber von der Seite rausgeholt. Also passt das Backup nicht ganz. Simpex kann zumindest den Refrag holen. Jetzt das Duell, One-on-One, ganz schwierig, Smoke ist noch da. Die Smoke kann er natürlich wunderbar verwenden, um die Bombe abzusmoken. Wenn er die Granate hört, wird es schwierig. Oder er macht natürlich mit der Tür was. Das ist die große Frage. Für viele Antworten und jetzt achtet drauf, schön gemacht. Die ersten Schüsse ein bisschen durch die Smoke und dann abgesetzt. Gewusst, dass natürlich links oder rechts rausgegangen wird. Abgeklärt, wie eh und je. Ja. Klatsch Gott himself, wieder am Start. So, und jetzt siehst du das einfach abgesetzt. Wusste ganz genau, jetzt könnte es sein, dass jemand von der Seite rauskommt. Und das macht er einfach zu krass. Ja, und das ist auf jeden Fall ein fokussiertes Gesicht. So, und damit das 3:6. Also, Team Liquid kann sich hier nicht erholen. Dank gewonnener Runde von Twist reicht das Geld einfach nicht, um mal ein bisschen Luft atmen zu können. Es bleibt weiter sehr, sehr dünne Luft und... Ja, sie müssen auch direkt wieder reinforsten. Das ist natürlich gut für Astralis. Die müssen ihr Geldpolster erstmal nicht aufgeben, beziehungsweise können weiter daran arbeiten und können auch weiter Runde für Runde vorlegen. Oh, da wird aber ordentlich von Elish reingezogen. Am Ende ein bisschen Schaden, aber kein Kill. Und das ist auch Twist, der da gerade versucht sein. Der hat es genau auf dem Schirm. Und das ist es hier. Schön, die Breed das Ding rausgenommen. Aber trotzdem, immer noch zwei Deagles, eine TZ. Man hat schon mit weniger Runden geholt. So ein typischer Spruch von mir. Aber es ist einfach der Fall. Mal gucken, was man hier noch anstellen kann mit diesen Waffen. So, sieht er hat den Spieler gesehen, ne? Ja, er sieht ihn. So, trotzdem eine ganz, ganz schwierige Runde für Team Liquid, hier noch was rauszuholen. Astralis. Ja, so ein bisschen auch diese Runde, die Twist eben geholt hat, auch
easy peasy abgeschüttelt, so wie es aussieht. Aber das macht halt ein Astralis aus, dass man sich von so einer Runde, wie es du ja auch erwähnt hast, sich nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lässt, sondern einfach ihr Ding spielt. Absolut. So, Neff jetzt aber mit dem guten Edge. Schönes Ding hier. Uiui. Boom! Alter! Was wird denn hier noch ausgepackt, Takum, im nächsten? 2 gegen 2. Eieieiei, da wird die Diegel nochmal gut geschwungen. So, Takum muss jetzt zurückziehen. Theoretisch jetzt die Option, man könnte sich gemeinsam sammeln oder man versucht es halt nochmal über eine andere Position, nicht über den Heffen, aber dafür müsste sich Taku halt beeilen und natürlich auch schnell von der Seite seine Flanke da bearbeiten. So passt es eigentlich besser und den hat er gesehen. Aber kriegt den Shot nicht, jetzt aber schön gebankt hier von Neff. Und es ist noch nicht geholt hier von Astralis. Was sein Ding schon wieder von dem guten Taku. Und Majeska einen zweiter bekannt. Majeska verliert das Duell und Neff holt es. Schön gemacht. Reicht es? Ich weiß es nicht. Ich höre es nicht. Ich höre es nicht. Es wird eng. Es wird saueng. Es wird reichen. Es wird reichen, oder? Es wird reichen. Ganz knapp. Also ganz knapp hier. Und wieder mal eine Runde verdattelt von Astralis. Und das darfst du nicht gegen Liquid. Boah, da sind aber ein paar starke Deagle-Schellen dabei. Boah. Also die 3 Deagle-Schellen von Neff und Taku sauber runtergespielt. Mit Full House. Was einfach sich gewaschen hat. So, und einer zitiert es gerade nochmal. Der Hell 666 wurde schon mit weniger gewonnen. Ja, ja. Ist so. Ich habe es noch gecallt, aber ist natürlich Zufall. So, 2 AKs, 3 CZs auf der Terrorseite mit ordentlicher Utility. Man möchte hier auf jeden Fall die Runde angehen. Ziel ist es, sie zu gewinnen, nicht nur zu spielen. Ja. So, erster Spieler stark gemacht. Wie gut sie da geflasht haben. Oi! Stark in die Flanke reingefallen, aber Nitro noch, ist er bekannt? Na, jetzt ist er auf jeden Fall bekannt. Er kann den Schuss hier nicht setzen. Nice. Oh Gott, oh Gott! Alter, ja, da bricht gerade die gute Runde, die sie mit Mühen und mit Arbeit gewonnen haben. Die bricht ihn gerade wieder vor den Füßen zusammen, aber die Flashbang, die kam nicht ideal rein. Da sie liegt nicht blind gewesen, dafür war Sipex absolut weiß. So, aber er ist bekannt. Kommt er nochmal schnell genug drauf? Nein, es ist die Runde für die Jungs von Astralis. Und so schnell ändert sich hier wieder das Verhältnis zwischen den beiden Teams. Und das ist ein Problem. Sie holen zwar Runden und Runden und Runden aus absolut komischen Situationen, aber das bringt ihnen natürlich nicht viel, weil Astralis halt ihren Vorsprung trotzdem weiter ausbauen kann und natürlich auch in ihrem Geld arbeitet, ja, was sie immer wieder oben halten können. Schau mal um die Anzeige. Ja. Eine Runde Astralis, eine Runde Liquid. Eine Runde Astralis, dann wird erstmal noch 2 weitere gewonnen. Jetzt dann wieder Liquid Astralis, Liquid Astralis, Liquid Astralis. Unfassbar, was ein Ping-Pong hier unterwegs ist. Also es kommt mir echt vor, als wären wir hier im Tischtennis. Und Twist, der ist schon wieder richtig gierig auf weitere Astralis-Köpfe. So, und da geht's nach vorne, das sieht gut aus, dass Astralis jetzt hier die Nachfolgerunde holen könnte. Aber Neff lebt noch und da ist auch noch eine Deagle bei Taku. Also unterschätzen darf man das nicht und das sollte Astralis jetzt auch klar sein. So, nochmal eine Flashbang rein und sie gehen safen. Sie wollen es nicht mehr versuchen. Absolut richtige Entscheidung, man hat super wenig Geld, die Runde ist absolut verloren. Da bringt's nichts mehr, wenn man schon so fest steht auf dem Spot, ist es sehr schwierig, das Ganze überhaupt noch zu retaken. Und dann macht es einfach keinen Sinn, seine Waffen da auch noch kostenfrei abzugeben. Man bekommt das Geld trotzdem, auch wenn man über die Zeit ist. Und dementsprechend haben wir jetzt hier auf jeden Fall das 8:4 für Astralis auf der Terrorseite. Und ich weiß gerade gar nicht, Nuke hat Astralis gepickt, ja? Genau. Sollte Astralis sein. Ja. Umso wichtiger, dass sie auf jeden Fall ihren Map-Pick hier holen. Zweite Map wird Mirage sein und die dritte, falls es denn dazu kommen sollte, wäre das 2. Und das wäre natürlich ein Kracher. Die Side-Map Astralis gegen Liquid auf das 2. Da würde sich der Himmel spalten, Forkskill. Und wie das Muja wird gerufen, immer noch ein paar Tage zu spät. Ist doch nicht angekommen. Leider. Aber auch das freut natürlich die Anhänger von Big, freut natürlich hier aus Muja natürlich. Von ganzem Herzen. So, jetzt wird gesaved. Also Team Liquid ist jetzt endlich an den Punkt angekommen, wo man denkt, okay, das hätte vielleicht vor, ja, gefühlt 5-6 Runden passieren sollen. Aber man hat sich natürlich immer die Chance, ja, so ein bisschen erarbeitet, Astralis halt im kleinen Geld zu halten. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Und es sah ja auch ganz gut aus. Aber am Ende ist das natürlich immer ein Vorteil für Astralis, wenn die Runde für Runde auf Nuke
holen und man sich immer abwechselt, da geht Astralis immer als Gewinner raus bei dem Ergebnis. Definitiv. Wer die Runde startet, hat natürlich dann den Vorteil. So, und jetzt ist der große Punkt. Taco und Nitro werden zurückgedrängt. Sind da schon mal bereit für Schanddaten? Die wollen natürlich auch hier nicht kampflos aufgeben. Und wie wir das Ganze vorgehen, das sagt uns der gute Jitko. Jo, hallo, viel Schaden. Oh, die TZ zieht rein. Uiuiui, ganz knappes Setup da, was ja fast aufgegangen wäre. Aber Twist nimmt die Bombe raus. Somit geht das Ganze auch auf. Kommt an AK ran, achtet nicht mehr wirklich auf Secret. Ist das Timing da? Uiuiui, Twist versucht da den Headshot zu setzen. Knappe Situation und Team Liquid könnte hier mit nichts, einem Hauch von nichts, vielleicht sogar die Runde holen. Sipex ja, muss echt Diegel und TZ, unfassbar. Und das Problem ist, man hat jetzt hier noch die Unterzahlsituation bei Astralis. Und Glaive kriegt den Headshot. 22 AP, Sipnix mit 100. Die müssen das Ding holen. Sipnix mit dem ersten. Der zweite Spieler ist auch bekannt. Den hat er natürlich eben schon duelliert. Und was ist ein Timing von Nep? Oh, dreh dich um! Nein! Da ist er ihm rausgerutscht. Aus den Händen das Stück Seife. So, Sipex, 13 Sekunden. Er weiß, dass einer hinter ihm ist. Aber er kann ihn setzen. Wo ist der zweite? Rechts, links, über ihm. Und es ist die Runde. Und es ist wieder Twist. Und sie spielen das runter mit ihren drei gesavten Pistolen. Unfassbar, unfassbar, was wir hier für ein Spiel sehen. Wieder mal Ping-Pong Gaming at its best. Und das war ein Brett. Alter, der hat so gestimmt vom Timing. Aber was ein gutes Setup. Team Liquid halt hier extremst gut gegambelt, dass sie halt wieder versuchen, Richtung Secret runterzugehen und dafür wurden sie belohnt. Einfach diese Tür abhalten, einmal reinbaiten, dann zieht die CZ rein. Super gemacht. Absolut unfassbar. Also, das ist auf jeden Fall ein Match, wo man wirklich ein Publikum braucht, was eskaliert. Und die Frage ist, können wir das vielleicht auch? Vielleicht mit dem Applaus haut man was raus. Ins Köpfchen, in die Ratsche, was auch immer. Auf geht's, Freunde, hier bei diesem geilen Match. Also, Astralis callt hier die Pause. So, und es wird jetzt gleich weitergehen. Mal schauen, was für Team Liquid noch drin ist. Sie halten sich auf jeden Fall tapfer. Muss man ehrlich sagen, sie halten sich tapfer hier im Spiel. Das Problem ist, sie müssten halt mal eine Waffenrunde gewinnen und nicht nur immer so Halfpipes oder Pistols. Guck sie oben wieder an. Liquid Astralis, Liquid Astralis, Liquid Astralis. Ah, nee, dann noch ein zweites Mal Astralis, Liquid. Ach, verdammt. Aber das Geld bleibt weiter knapp. Das darf man halt auch nicht unterschätzen. Ja. Und Team Liquid will auch die ganze Zeit dieses Risiko eingehen, halt Geld da auszugeben. Oh, jo, alles klar. Flipex, was macht der denn da? Schön durch die Wand gebankt, aber die Liste hält da nochmal fest. Drei sind in der Pommes. Und da müssen sie jetzt gerade ein bisschen das Tempo rausnehmen. So, das schmeckt mir. Das ist endlich mal ein Vorteil für Team Liquid. Glaive einfach mit dem Messer raus. So, der ist onside. Wird hier abgefischt. Also oben den Step gemacht, Twist zieht rum und kann am Ende Glaive hier bezwingen. Fokus ist auf der Halle. Und das könnte natürlich jetzt hier für Dupree und für Device nochmal so einen kleinen Vorteil erspielen. Aber Elish hat es natürlich jetzt auf dem Schirm. Das dauert zu lange. Da rechnet man natürlich mit allen Laufwegen, die machbar sind. So, Smoke abgedroppt. Device, ganz knapp. Und hier wird es auf jeden Fall noch mal eine haarige Angelegenheit. Die Bombe liegt noch in der Lobby. Also sie haben noch mehr als genug Zeit. Sie können theoretisch über A nochmal zurückgehen Richtung Lobby. Wie gut ist das Timing von Dupree hier jetzt? Das ist die hat große eine Frage. Noch? Nee, Dupree unterstützt. Genau, mit einer Zeilen-Flash Richtung Main. Also überall immer die Granaten werden angeboten. Flash kommt. Und jetzt sieht er rum und kriegt direkt auf die Backen. Ja, die Runde ist nicht machbar, aber vielleicht noch ein, zwei Waffen rausnehmen, das wäre wichtig fürs Geld. Ein Spieler gesehen, aber nein, Elish nimmt ihn da 8:6. Und es wird hier vielleicht echt das 8:7 oder 7:8. Je nachdem, aus welcher Sicht man es bezeichnet. Auch sehr interessant, das Spiel, was wir bisher von Astralis sehen, ist halt sehr rifle-lastig. Wir haben Device nicht einmal an der AWP wirklich gesehen. Und sie versuchen das Tempo wirklich gegen Team Liquid hier anzuziehen. Also schnell Richtung Außenbereich runterzukommen. Die Rampe mit einzubeziehen, was man auch gar nicht so oft sieht im Pro-Bereich, dass die Rampe halt so oft mit in die Taktik eingebunden wird. Ja, und jetzt heißt es CZ und natürlich Granaten. Also der Force Buy ist real und damit will Astralis natürlich auch die letzte Runde holen, die ihnen zur Verfügung steht. Oh, drauf sind sie auf jeden Fall schon mal. Oh, mega Vollgas. So, man möchte jetzt gleich die Bombe legen. Twist, der muss irgendwie mindestens einen haben, damit er dann so ein kleines Loch noch aufmacht. Oh, wow, 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 das ist nicht einfach hier.
Jetzt will man natürlich gegen gehen. Oh, der Boost. Sehr schöner Call. Sehr schöner Call jetzt hier. Damit kann man natürlich oben die Spieler unglaublich unter Druck setzen. Geil, geil, mit geil. Mit der Smoke? Glaive, haben sie noch eine Smoke? Haben sie noch eine Smoke? Mann. Haben sie noch eine Smoke? Das wäre so Premium. Eine Flashbang. Flashbang. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott, den haben sie nicht auf dem Schirm. Eine, oh, die das ist Munition. Zu wenig leider, aber trotzdem krass gemacht. Das war so schön gespielt. Oh, oh Gott. Was ist das? 2 gegen 1. Glaive. Und er muss nur auf Zeit spielen. Zieht er raus. Kann die Bombe draußen. Er geht raus. Er kriegt die. Oh nein. Was ein geiles Match, ey. Da kannst du nackt tanzen gehen, ey. Und es reicht nicht. Hammer. Hammer. Was eine Runde. Holy. Oh, so ein Spiel wünscht man sich doch. Genau so eins. Und damit geht die letzte Runde noch an Astralis. 9 zu 6. Also, direkt geht's in die zweite Hälfte. Also, was eine geile Runde nochmal für Astralis. Mit diesem kleinen Boost. Klar, am Ende kann er nur einen mit rausnehmen. Aber das hat absolut für Chaos gesorgt. Was für Team Liquid natürlich keine erfreuliche Nachricht ist, weil sie jetzt nur 6 Runden auf ihrer CT-Seite holen konnten. Natürlich ist noch alles offen. Eine Pistol-Round könnte das hier auch wieder komplett drehen und damit auch Team Liquid weiter nach vorne schießen. Ja, schießen ist das genaue Wort. Und wieder mal sehen wir keinen Diffuse. Ich verstehe es nicht. Ich habe es gestern vergessen, Sonix zu fragen, warum man eine CT-Runde ohne Diffuse spielt. Für mich unbegreiflich. Und jetzt werden wir auf jeden Fall schauen. Da hat jemand aus dem Fenster geguckt. Der wird auf jeden Fall bestraft dafür. So, Clayton runtergezogen. Was? Den hat er auf jeden Fall noch gemacht. Da wartet schon ein zweiter Spieler und zwar am Aquarium. So, da steht Zipex bereit. Oh, hat da riesen Probleme, den Kill zu setzen. Clayve mit 100 HP noch Richtung Side. Wird von der Seite eingekesselt. Keine Chance, da irgendwas zu machen. Es ist nur noch Device im 4 gegen 1. Oh, einfach mal ins Körbchen geschickt. Junge, 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 Junge. Oh, wie er ihm da ins Gesicht springt. Was ist das hier für ein Aim-Feuerwerk? Boah, macht das Spaß. Nephew, der ist nur unterwegs. 1, 2. Und jetzt mal die Legion. Aber jetzt gleich nochmal, komm, zeigt uns nochmal von Neff den Hüpper. Ja. Da ist er. Platsch. Der bleibt halt am Türrahmen hängen. Ist auch gut. Was ein Ding, ey. Oh, das Aim-Niveau ist hier verdammt hoch. Also wirklich. Beide Teams gut gefrühstückt. Aber extrem wichtige Runde auf jeden Fall für Liquid, dass sie hier die Pistol holen auf der Terrorseite auf Nuke. Wobei es mittlerweile alles nicht mehr so einseitig ist, wie wir es früher kannten. Da sind die Teams einfach zu abgefuchst für, zu stark für. Einfach dreist. Und jetzt erstmal der Aufbau. Ganz behaglich, ganz entspannt. Die Weiß ein gefährlicher Faktor mit der Scout. Oh ja. Und deswegen lässt sich Liquid hier auch nicht auf irgendwelche Pushes ein. So, sie haben auch nochmal gut bei Device Geld zurückgelegt. Der hat nämlich die Scout gedroppt bekommen. Und damit plant man ja natürlich schon die Zukunft und versucht natürlich früh auf eine AWP zu kommen. Deshalb kriegt Device auch so ein bisschen Puffer. Das heißt, da muss man natürlich auf ein bisschen Kevlar verzichten. Ich weiß jetzt nicht, wer sie gelegt hat, Glaive oder Zipex, einer von den beiden. Aber das ist eigentlich ein gutes Teamwork. Gemeinsam das Geld unter Kontrolle halten und gemeinsam auf die AWP sparen. So, man steht bereit. Team Liquid nachträglich über den Außenbereich. Wird nochmal, glaube ich, sogar gefaked. Jo, man will es nur faken. Die Bombe geht erstmal Richtung Lobby. Versucht mit Taco die Rampe aufzumachen. Wie gut ist das Timing jetzt von Clayve hier? 1 oder 2 rauszuheben. Zusammen mit Zipex könnte hier auf jeden Fall was passieren. Einer fällt, wird reingezogen. Ach, Zipex mit 2. Was ist das für ein Setup? Ach, was das alles da durchführt. Und sie zieht jetzt einfach aggressiv rum. 1 und 2. Nein! Boah, was ist ein Ding? 3 gegen 2. Oh, Twist und Nev, die holen da zumindest irgendwie nochmal den Vorteil raus. Aber da wartet man schon in der Pommes. Und das ist eine gute Position. Was eine Vorteilsposition für... Wie gut der Laufweg ist. Aber da wartet schon einer. Ach man, Astralis ist immer einen Schritt voraus. Da ist gerade die Lok bei dir abgefahren. Ja, aber was für eine. Da kam der Elefant von Sendung mit der Maus. Was auch immer. Das ist die Runde für Astralis. Ach komm, hör auf. Oh mein Gott. Aber du merkst einfach, das ist einfach, man hat es schon gesehen bei Liquid auf der CT-Seite, diese Setups mit CZ und Pistol sind so gut, aber von beiden Teams. Und hier von Astralis, halt du hast erwähnt, einen Schritt einfach voraus in der Runde. Wirklich sehr gut gespielt. Und das ist
wirklich verdammt gutes Counter-Strike, was wir geboten bekommen. Ja, absolut. Jetzt fehlt nur noch eine Halle, die maßlos eskaliert und die Stühle aufisst. Das ist einfach gerade ein Match, das hat einfach nur den Hype gebucht. Mehr nicht. Also Sturm in Deutschland, aber auf jeden Fall der Hype-Sturm. Der ist in London, das kann man sagen. So, und die Weiß. Jo, der verzichtet erstmal auf die AWP, der geht direkt an die Rifle. Natürlich dadurch, dass man die Runde geholt hat. Oh, Füße. Oh, die Füße. Füße, oh. Füße. Oh, ist das bitte. Ist das recht? Mann, die Sohlen komplett abgeschossen. Schon das Schienbein weggebrochen. Das sind Sandalen geworden, locker Birkenstock. So, und die Weiß wartet immer um Außenbereich. Da sind vier Leute unterwegs. Köpfchen, guckt raus. Nummer 1 fällt. Da warten aber noch drei Leute auf ihn. Oh. Ach du Heilige. So, jetzt mal ganz kurz. Wollen Sie die Mäuse kalibrieren? Scheinbar haben sich kurz abgesprochen, dass sie mal länger brauchen für die Fricks. Okay, sorry, tut mir leid. Nitro hat sie kalibriert. Und Zacko ist der letzte Überlebende. Alleine gegen vier. So, der hat noch 20 HP, dadurch, dass man die Füße komplett weggeschossen hat, ist da natürlich nicht viel übrig, da wird einfach reingezogen. Nächste Runde für Astralis. Also, hier gibt es erstmal keinen Ping-Pong. Helft ihr? Ja, wow. Vielleicht. So, ein paar Leute hat man vom Dart rüber geholt. So, schöne Stimmung, das wollen wir haben. Taco, der überlegt noch. Wie kann man gegen solche Leute gewinnen? Das ist immer schwierig. Na, erstmal mit ein paar Pistolen. Team Liquid wird jetzt nochmal eine Sparrunde einlegen. Das ist natürlich eine gute Situation für Astralis, noch weiter davon zu ziehen. Aber unterschätzt Liquid nie. Die haben eben schon gezeigt, was sie mit den Pistolen machen können. Aber hier ist die Weiß wie auf der A-Map unterwegs. Zusammen mit Dupree halten sie das Kreuzfeuer. Einfach nur tappen und hoffen, dass alles umfällt. Auf jeden Fall holen sie genug Zeit raus, dass der Spieler hinten über Secret mit aushelfen kann. Und dann ist der Außenbereich dicht. Keine Chance mehr für Team Liquid, dann noch durchzukommen. Das war's. 12 Runden für Astralis. 12-7. Auf jeden Fall schon mal eine solide Führung. Damit kann man arbeiten. Vor allem gegen so ein starkes Team möchte man natürlich auch ein bisschen Puffer haben. Falls Liquid jetzt überlegt, okay, rasten wir mal wieder komplett aus. Werden grün, zerreißen unsere Hemden, was auch immer. Das wird auf jeden Fall in den nächsten Momenten hier beantwortet werden. So, auf jeden Fall die Fans von der dänischen Organisation sind hier schon mal on point. So, die Weiß jetzt an der AWP unterwegs. Was hat Team Liquid vor? AKs, AKs, AKs. Und es geht erstmal Richtung Lobby. So, ich glaube, man will sich vorbereiten und hier Richtung A explodieren. Könnte jetzt vielleicht genau das Mittel sein, was hier auch funktioniert. Aber Astralis wieder einen Schritt voraus. Auf der CT ist einfach ein bombenstarkes Team. Auf Nuke. Wirklich eine harte Nuss, die Team Liquid hier knacken muss. Ja, wird auf jeden Fall diffizil. So, was geht ab? Erstmal behaglicher Zugriff hier auf jeden Fall. Jetzt geht es drauf. So, alle 5 gegen 5. Majisk mit dem ersten, Dupree mit dem nächsten und Twist. Jawoll! Ah, Clave nimmt noch 2 mit und verbrennt dann. 2 gegen 1 Situation. Natürlich ist das absolut worth. Nitro ist bekannt. 12 HP. Oh, hat das Device auf dem Schirm. Oh, der wechselt nochmal die Position. Wo will der hin? Das wird auf jeden Fall nicht leicht. Bombe liegt halt im Vorraum, ist die Problematik. Er muss die auf jeden Fall noch holen gehen. Und dann ist es einfach nur ein Gambling. Und wieder die Zugvögel. Macht ihr es extra? Das ist bei jedem Event fast, ne? Ist dir nur nie aufgefallen? Ne. Ich guck nicht so viel Counter-Strike. So, Nitro. Nee, gar nicht, ne? Letzter Überlebender. Oh, Nitro macht das so gut. Guck den Lauf, Ficker. Oh, das könnte ein Teil werden. Nein. Die Weiß. Nein. Das war. Nein, das gibt's doch nicht. War das Weiß? Das wurde doch jetzt beeinflusst vom Publikum. Dann kannst du mir erzählen, was du willst. Admin! Was ist das für ein Timing? So, kann die Bombe legen. Damit aber nochmal genug Position, der im Afterplant einnehmen kann. Faked hier einmal die Tür an. Und hofft damit, dass einfach Device über die Tür kommt. So, wechselt nochmal die Position. Und er versteckt sie in dem Brennstab. Oh, das muss dieses Timing. Das muss er gewinnen. Eigentlich zu gute Position. Und oh, Tür offen. Und er zählt gar nicht. Der Hund ist echt. Der Hund ist echt. Das gibt's nicht. Aber das ist, das wurde vom Publikum beeinflusst, da bin ich mir sicher. Der ist hochgegangen, warum solltest du denn dann nochmal runtergehen?
Das ist Quatsch. Naja, vielleicht hat er einen Geistesblitz gehabt. Ja, vielleicht war er sich nicht sicher. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Er hat es auf jeden Fall gehört. Da würde ich einen Admin rufen. Unverschämtheit. Siehst du das oder das Timeout? Da werden. Das Publikum wird jetzt entfernt, Kick vom Server. Aber so muss es sein. Vielleicht hat er ihn auch gesehen, wer weiß, ne? Never ever. Aber geiles Spiel. Wir hatten Elisha in der Hand. Aha. So, und weiter geht's. Weiter geht's. Geiles Game. Es macht einfach nur Spaß. Wirklich. Extrem. So, Geld gibt's genug. Pause vorbei. Und damit muss in die Hände gespuckt werden. Astral ist immer noch mit genug Geld. AWP wieder bei Device dabei. Zweimal DevKit. Also das Equipment könnte nicht besser sein bei Astralis, um hier direkt wieder die Gegenantwort zu finden. So, jetzt die Frage. Device im Außenbereich. Immer wieder eine Macht. Und sie haben es nie wirklich so Bock anzuspielen. So, da wird noch ein bisschen was nachgekauft. So, was hat er nachgekauft? Noch eine Flashbang oder was? Oder ein Molotow? Irgendwas wird er nachgekauft. Irgendwas wird er nachgekauft haben. So, auf jeden Fall hier eine Equipped Round. Und das ist geldtechnisch auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Runde für beide Seiten. Also wer diese hier gewinnt, der kann auf jeden Fall erstmal die Folgerunden komfortabler spielen. Und was ist das für eine Entscheidung von Glaive, okay? Hat er nur geguckt, ob er mal offensiv was picken kann. Noch nichts gesehen und das könnte natürlich eine Ansage sein, dass es vielleicht doch nicht Richtung Außen geht. Die Information ist Gold wert und was für eine Timing HE, aber die kommt etwas zu spät. Boah, es ist so Hammer, das gerade zu sehen hier. Wer wird jetzt hier die größte Antwort haben? Sip nix. Mal gucken. Jo, an der Rampe, Device mit dem Backup, erster Sitz, traut er sich nochmal rumzuziehen, er traut sich, aber kriegt dafür direkt die Abfuhr. So, Zipex in einem guten Winkel. So, die faken einmal kurz die Rampe an, aber da geht's auch instant wieder zurück und das sollte Zipex eigentlich in der Position mitbekommen haben. Dupree bleibt hier einfach stehen, wie ein Stein gemeißelt, Nummer 1 fällt. Oh, hält weiter den Winkel. Das war unmöglich zu predikten, dass er da in dieser Ecke schon steht. Boah, schönes Ding von Dupree, aber sofort die Antwort wieder. Was für ein geiles Refrag-Verhalten wir hier bei Liquid gegen Astralis sehen. Und jetzt sind sie hier schon in der Halle drin, legen die Bombe. Jetzt hat man mit drei Mann natürlich sehr viele Winkel, um letztendlich die Spiele unter Druck zu setzen. Und was passiert? Erster Spieler wird rausgenommen von Magisk. Jo, damit ist noch Nitro, der sitzt auf dem Spot. Riesenproblem für ihn, sobald der Spieler oben rumzieht. Und er nur einmal kurz den Winkel verliert, ist vorbei. Oh. Aber der Refrag ist instant da. Und du hast es erwähnt, dieses Refrag-Verhalten bei beiden Teams. Einfach verdammt gut. Wirklich. Also beide Teams da auf absolutem Top-Niveau. Ich habe es am Anfang gesagt, ich gönne es. Nach dieser Leistung und Turnier von beiden Teams gönne ich das Weiterkommen ins Finale. Egal, wer hier gewinnt. Beiden Teams meinst du? Ja, ja. Sehe ich. Wer hier heute gewinnt, der hat es auf jeden Fall verdient. Definitiv. Wenn man auch schon allein die Namen liest, dann kann man das eigentlich schon vorher genauso festlegen, aber ja, wenn wir diese Leistung hier wieder sehen, wie gut die Jungs aufspielen, wie gut sie sich präsentieren, wie sie sich hier gegenseitig in Schacht halten, dann ist es absolut eine verdiente Sache, dass einer dieser Topstars hier, Top-Aufgebot, das Ganze macht. Oh, jetzt gibt es einen schnellen Push. Einer raus mit Giz, sprüht hier durch. Und da wird schon von hinten ausgeschaltet. Zipex direkt die Initiative ergriffen, von hinten dicht gemacht. Damit die 4-gegen-2-Situation. Taco will nochmal den Raum einnehmen. Das Timing ist so gut. Schnell gegenpushen, den Spieler versuchen zu holen. Das macht er stark gemacht. Sehr schön. Aber Zipex hat einen F rausgenommen. Das kann Taco niemals gewinnen. Es sei denn, wir sehen wieder so eine Eskalation, wie wir es eben schon von Twist erlebt haben. Er hat die Bombe. Aber der wird uns schon abgekauft. Den Glaive-Sticker. Nein. Da ist er raus. 14-8. Heilige Maria Gottes, ist das eine Partie? Genau so macht es Spaß. Und es ist der Map-Pick von Astralis. Das heißt, wir können vielleicht noch ein bisschen mehr erwarten auf der nächsten Karte. Und zwar von Liquid.de Mirage. Oh ja, da freue ich mich auch drauf. So, die Fans sind heiß. 8-14 für Astralis. Sieht es sehr, sehr gut aus. Und was macht Team Liquid? Die wollen auf die Overtime gehen. Die gehen das Risiko ein, einfach hier nochmal zu sparen. Und dann nochmal versuchen, das Comeback hier zu starten. So, gute Position. Nummer 1 fällt. Glaive sprayt hier einfach durch. Ey, so confident aber muss er erstmal sein. Einer, ne? Ist durch. Hat er den auf dem Schirm? Nee. Einer ist durch. Nitro. Der kann viel machen. Leider hat er eine Glocke. Oh, jetzt hat er ihn gesehen. Oh Gott. Oh. Und Flawless Round 15-8. Es sieht hier sehr, sehr gut aus. Für das dänische Lineup, für Astralis.
Große Fragen, ob man sich hier nochmal zurückkämpfen kann. Ich wage es zu bezweifeln, aber wir haben schon ganz andere Dinge gesehen. Aber gegen ein so stark aufspielendes Astralis wird es doch eine Schwierigkeit, ja, nochmal 7 Runden in Folge zu holen, um sich dann letztendlich in die Overtime zu spielen. Ja, Map abschreiben, wenn sie hier verlieren sollten. Oder einfach auf den eigenen Pick gehen. Astralis ist halt... Astralis ist meiner Meinung nach das beste Team der Welt auf Nuke. Keine Frage. Außer Euronics damals. Mein Gott. So, und jetzt hat man hier vielleicht schon die letzte Runde in dieser Map. Es wird auf jeden Fall eine harte Angelegenheit. Man gas jetzt raus. Dupree 1, Dupree 2. Das funktioniert doch schon mal gut. Maczynski mit dem nächsten Claim auch noch. Und dann ist es nur noch Nape alleine gegen 5 Freunde. Jo, was will er machen? Er sucht das Duell. Der Headshot sitzt hier nochmal. Der wird jetzt einfach auseinandergenommen. Wahnsinn. GG. Wahnsinn-Match von Astralis. Genauso wollen wir es sehen. Und was wäre das für ein Finale? Astralis gegen Navi. Aber das ist noch ein bisschen, Weg. Eine Map müssen sie noch gewinnen. Definitiv. Aber wirklich klasse Partie. Ein Hin und ein Her in Hälfte Nummer 1. Liquid hat wirklich gut gegengehalten. Astralis hat immer wieder eine Antwort gefunden. Jo, und am Ende ist es einfach eine souveräne CT-Seite auch von Astralis gewesen. Das darf man halt einfach nicht vergessen. Die war einfach von hinten bis vorne nach der verlorenen Pistol souverän runtergespielt. Unglaublich guten Skill, unglaublich gutes Spiel, perfektes Aiming, gut angespielt, sehr gut balanciert, das Positioning und die Runden einfach geil. Also es macht einfach Spaß, genau das zu sehen. Aber man darf auch nicht vergessen, auch wenn Liquid hier jetzt nur 8 Runden geholt hat, es war einfach, auf der CT-Seite waren wirklich, auch bei beiden Teams, wirklich super gute Setups dabei. Bait-Setups ohne Ende. Aber da wird euch die Analyse vielleicht auch noch später was dazu sagen. Wir machen eine ganz kurze Pause und gleich wieder da. Und dann geht's auf Map Nummer 2. Bis gleich. Mirage. I've been there since the beginning. Every man, every tribe. With knowledge comes power. And power is to be wielded wisely. Which is why, as the expert, I bet with Betway for the love of the game. We're really happy to be partner of AFC since they're providing us high-end monitors for our gaming and esports sessions. The 240Hz refresh rates give us an advantage in our matches as I can perfectly follow what's happening on screen. Thank you.
place in hell. I've got a gift for you. The perfect place to dwell. I've got a gift for you. I know they're not as nice as the ones you gave to me. I hope that they will do. As suns are rising on a distant planet.
Du willst bei CSGO immer auf dem Laufenden sein? Dann ab auf 99damage.de. Hier findest du aktuelle News zu allen relevanten Themen. Videos von Menschen, die deine Leidenschaft teilen. Felix, du geile Nudel! Jawohl! Eine Übersicht zu aktuellen Matches, in denen du ganz leicht deine Wette abgeben kannst. Unsere Coverage zu verschiedensten Events mit ihren kompletten Informationen. Werde zum Experten in E-Sports mit unseren Statistiken oder den Livestreams von unseren Castern. Oder schärfe deinen Skill mit unseren Guides zu Maps, Rush Timings, Waffen, Money System Awards, Skillgruppen oder den Videoguides. Und natürlich kannst du Host Niki Beakelike durch die Foren scouten. 99 Damage. Kann der beruhigt sein? Willkommen zurück bei 99 Damage Live mit dem Face It Major London 2018. Absolute Hammerpartie hier am Start. Astralis gegen Liquid. Gerade haben wir Nuke gesehen. 16-8 ist es ausgegangen. Was haben wir hier für ein Match gerade bekommen? Ja, es wurde hin und her gewatscht, zumindest auf der ersten Hälfte. Also ja. Da wurde ordentlich ausgeteilt von beiden Seiten. Ja. Die Krönung natürlich der Shot von Twists auf dem unteren Bombspot. Das war wirklich... wundervoll. Ja. Also da wollte ich jetzt keine falschen Worte verwenden. Nee, war wirklich ein klasse Match in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat Liquid so ein bisschen vergessen, dass man auch hinten runterkommt. Ja, Secret wurde sehr wenig benutzt. Ist ziemlich hart in die Halle reingerannt und das war dann für mich so ein bisschen, ja, deeskalierend irgendwie. Also das war ein abruptes Ende zu einer tollen Partie in der ersten Hälfte. Und vor allem auch ein bisschen untypisch. Also eigentlich geht man oft über Außen und man fängt zumindest mal außen an mit den zwei Smokes. Und zudem viel versucht Rampe, Halle einfach direkt anzuspielen und dementsprechend auch dann deutlich nach hinten losgegangen. Du hast gesagt deutlich, 16-8, hört sich deutlich an, aber inwiefern ist dieses Ergebnis eigentlich repräsentativ für das, was wir gesehen haben? Also ich hätte sogar gesagt, dass eigentlich Astralis hätte noch höher gewinnen können. Also gerade die ersten paar Runden, das waren sehr oft so vorn, Tusi kommt auf den Spot drauf, unten an der Rampe, was eh schon schwer zu retaken ist als CT. Und trotzdem verlieren die es auch mal eben die Twist-Szene, war ja gegen eine Force-Buy, haben sie in 4-2 verloren. Also ganz oft wirklich so Runden sinnlos weggegeben, was untypisch auch von Astralis ist, dass sie diese Disziplin nicht einfach haben, bis zum Ende safe runter zu spielen. Und eigentlich, wenn man überlegt, dass trotz, also erst mit diesen Fehlern Liquid 8 Runden holt, will ich gar nicht wissen, was gleich passiert auf der zweiten Map. Ja, vor allem auch, wenn man sich anguckt, den Rundenverlauf, also es waren wirklich 4 oder 5 von diesen CT-Runden. Vier oder fünf von diesen CT-Runden von Liquid waren einfach einzelne Runden, also keine Folgerunde dabei. Mhm. Und das gibt einem so eine Vorstellung, wie kaputt die Economy eigentlich war von Liquid. Und trotzdem haben sie so eine knappe Hälfte gespielt mit 9-6. Also das ist schon, wie du gesagt hast, schlampig von Astralis, Anti-Ecos schlecht gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Ihre eigenen Ecos oder Force-Buys haben sie dafür ganz gut gespielt. Das ist dann wieder so die Flip-Side. Das ist dann auch dann am Ende doch so deutlich wurde. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde schon sagen, dass das Ergebnis repräsentativ ist. Vielleicht nicht für die erste Halbzeit, aber auf jeden Fall für das gesamte Match, weil in der zweiten Halbzeit kam nicht mehr viel von Liquid. Wir haben gerade noch mal die Runde gesehen, wo Device und Nitro Katz und Maus gespielt haben. Was war da eigentlich los? Ja, ich kann es mir eigentlich nur über irgendein Soundproblem erklären oder irgendein Spieler hat halt Input von der Halle bekommen, weil sich eigentlich beide Spieler zu verschiedenen Zeiten ein bisschen unlogisch verhalten haben. Ja. Also eigentlich hätte Device Nitro über die Rampe sprinten hören müssen, dann hätte Nitro Device droppen hören müssen in der Halle und dann Heaven guckt Device irgendwie absichtlich weg oder was weiß ich warum. Ich weiß nicht genau, ob sie sich gesehen haben. Ich denke, sie haben sich nicht gesehen. Sini meint, sie haben sich gesehen. Ja, weil hat er schon Venom gemeint, wenn Nitro oben Cat ist, er sieht keinen und sagt dann, ich renne mit dem Messer Rampe runter. Das war ja gar kein Sinn. Er muss ja irgendwas gesehen haben, so einen Arm vielleicht, der gerade weg in die Tür ist. Dachte ich, okay, wenn ich jetzt Gas gebe, hört er mich nicht und ich kann es safe ausspielen. Wenn er jetzt droppt mit 10 AP, muss er ein Duell suchen, was er, also kann er sich nicht verstecken, er muss ins Duell gehen. Und so kann er Bombe legen, sich verstecken und perfekt ausspielen. Also danach, Nitro faked die Tür. Ja. Und stellt sich auf den Cat. Und was macht Device? Er geht zu der Tür, die er gehört hat. Ja. Und rennt raus, guckt nur nach rechts. Er war sich so sicher, dass er da ist. Ich weiß nicht, was er da gehört hat. Sag nochmal, echt ein Call von irgendwem. Weiß nicht, von wem der Call kam, aber so ein falscher Call auf jeden Fall. Er ist safe rechts, Nico. Vertrau mir. Gut. Was macht Astralis so stark? Sie sind dann davongezogen auf der CT-Seite. Was macht deren CT-Seite auf Nuke so abartig gut?
Ich würde sogar sagen, dass einfach, wie gesagt, Liquid vielleicht nicht so gut ausgespielt hat, also einfach zu sehr mit dem Kopf durch die Wand wollte. Gerade in der Halle einfach, hast du auch gesehen, Magisk steht auf der Pommes oben, kann locker zwei Leute wegfischen, dann wird er getradet erst beim zweiten Kill. Und klar, Astralis eben, sie wussten auch gut, wie sie stehen konnten, war meistens gut gekontert und auch eben auch dann, wenn es wichtig wird, auch die Clutches mal entschieden. Ich finde, sie mussten ihre zehnte Seite gar nicht so hart zeigen. Ja. Sie haben eigentlich nur gezeigt, dass sie den Halle-Rush aufhalten müssen. Und einmal, muss ich ihnen wirklich Props geben, haben sie mit zwei Leuten an der Rampe gespielt, im Forceball. Und da haben sie komplett durchgelesen, ja. Weil du spielst normalerweise keine zwei Leute CT-Rampe, zumindest auf dem neuen Nuke nicht, wo du so aggressiv über außen spielen kannst, das ist viel zu viel Gefahr, dass du unten for free hergibst. Sie haben zwei Leute Rampe gestackt und Liquid ist ihnen voll reingelaufen. Ist sehr gut aufgegangen, also offensichtlich gut vorbereitet, muss man sagen, weil das war, ich glaube, es war sogar die zweite Runde, also der Forceball in der zweiten, da hat man auf jeden Fall seine Hausaufgaben gemacht, was Liquid aus einer gewonnenen Pistol Round gerne spielt oder eben den richtigen Riecher gehabt. Ja. 16-8 auf Nuke, die ganze Sache ist abgehakt. Als nächstes geht es auf Mirage, den Map-Pick von Liquid. Was können wir da erwarten? Ja, wieder Feuerwerk. Also das, was wir eben auf Nuke schon gesehen haben, auch wenn es deutlich ausgegangen ist, man merkt, dass die Duelle beim Matchup Astralis Liquid einfach auf einem ganz anderen Niveau sind als der Großteil der Matches in diesem Turnier. Es ist einfach so krass, was die Spieler aus so geringen Zeitfenstern mit so kurzen Reaktionszeit mit so wenig Kugeln, auch an der CZ teilweise zwei Kills hintereinander, alles Instant-Headshots, was sie da aus sich rausholen. Es ist wirklich toll anzuschauen. Und das sind so Matches, wo man sich wirklich sagt, boah, Mensch, das sind wirklich die Besten der Besten, das macht keiner nach, der in meinen Pack spielt. Das ist komplett von einem anderen Stern. Und das hoffe ich, dass wir auch wieder auf Mirage zu sehen bekommen. Vor allem auf manchen Matches denkt man sich so als Zuschauer, ja, hätte ich auch gemacht oder das kann genau, ich auch machen. Genau, das denkst du dir hier bei keinem einzigen. Ganz im Ernst, die ersten 10 Runden machen ein Frack-Heil, also ein Frack-Movie für sich eigentlich schon von dem Match. Das war ja abnormal, was da verteilt wurde. Es gibt ja diese Deagle-Clips, wo man so schön auf dem Beat die Deagle-Shots schneidet, dann kannst du das Match einfach die ersten 6 Runden nehmen. Musik von der Legend, ab geht's. Da sehen wir